Sie sind live. Schauen wir rein, müssen meine Frau. Bin live. Schauen wir rein, müssen meine Frau. Ich hatte rumklicken und Leute quatschen, das zählt eigentlich nicht. Bin live. Schauen wir rein, müssen meine Frau. Wenn ich den Ton auf einer Seite rumklicken und Leute quatschen, das zählt eigentlich nicht. Geladen. Und dann kann ich, warte mal, geht da los morgen, wenn Nachricht an bin. Das wäre dann so. Richtig. Meine Frau fehlt immer noch, also die fehlt immer noch, so heißt es gut auf Deutsch. Dann haben wir den Claim da hier im Chat. Ja, da muss ich erstmal entfernen, aber das geht gerade nicht auf weg. So, morgen. Ja. Link und so sollte angepinnt sein. Wo bleibt meine Frau? Die wollte sich schminken. Warum auch immer. Meine fette Fresse immer die Kämme halten. Scheiße, ey, man ist echt alt geworden. Das liegt eindeutig am Dorf. Meine Sins Notes. Das kann man sich erfragen. Hey, Pili. Hey, Pili. So. Hallöchen! Wir haben hier ein Hallöchen. Ja, ich würde raus was zum Sitzen, ne? Willst du auch Lippenstift? Wo kommst du gerade durch? Ich komme aus dem Club. Du warst keine 10 Minuten weg. Ja, ich komme aus dem Club. Aus dem Club? Ja, ich brauche noch ein Bier. In the Club. In the Club. So, du kriegst ein Bier, du kriegst was zum Sitzen. Oh, da ist doch noch was drin. Ja, guck mal, hier hast du was zum Sitzen. Hast du so Hallo, Tina. Hallo. Oh, das war aber so ein Gänsehaut. Das war doch nett, oder? Ja. Ja, es war mega nett. Aber wenn ich das jetzt auftrinke, ist da Lippenstift dran. Darf ich das? Du musst es auftrinken müssen. Ich kratze mich da weiter am Arsch. Mach doch. Das wird sexy. Ich suche noch irgendwas, was ich dann aufmachen muss. Ich trinke eigentlich nie. Ja, was ist denn los? Was hast du denn? Ich bin übrigens ein Todesser, muss ich dazu sagen. Ich präsentiere euch jetzt meine Todesserjacke, die mit dem Hakenkreuz gleich steht. Ja. Ja, Todesserjacke. Das ist was, was ich da hinlegen kann. Okay, kannst du mich mit einwickeln, ey.
Mickeldi, Lickeldi. Was hast denn du jetzt gemacht? Warum bist du so kaputt? Ich weiß es nicht. Ich habe eine geraucht. Das ist nicht gut. Ja. Ich trinke eigentlich nur Radler. Jetzt wärst du müde. Was hast Tina, du mal eine Radler bekommen? Das ist über ein Jahr her. Was hat? Tina, hast du keine Sprite zu Hause? Was? Ob du Sprite zu Hause hast? Sprite, nee. Ja, so ein Stück Wasser. Wasser, ich will. Du musst doch nicht so laut reden, nur weil er leise ist. Ist ja gut. Ich mag kein Wasser jetzt. Was brüllst du denn dann los? Ich brülle doch gar nicht. Ich bin nur als Aufpasser hier. Ja, so kommst du mir vor. Ja. Auf wen passt du jetzt auf? Auf mich? Natürlich. Ah, ihr seid übelst abgehackt, ne? Wisst ihr das? Ihr habt eine scheiß Internetleitung. Ja. Ich kann nicht richtig sprechen. Ich bin im Keller. Ja, dann hier Gartenhaus. Ein Gartenhaus? Welches Mikro ist eigentlich an? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ist das das? Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Seit gerade beim Insta. Ja, du hast so stark dagegen geklopft. Ja. Das, da ist das Mikro, glaube ich. Das ist die Cam. Und da ist auch das Mikro. Ja, das ist ja. Ja, das ist Cam von der Mikro. Ja. Das Cam von der das Mikro. Das ist Cam von Mikro. Ja. Du läufst wie ein Storch. Wer sagt das? Ich. Du bist gerade so gelaufen. Das ist Stechschritt. Ja, kann ich auch nur tun, mir ist die Waden weh. Oh, so. Jetzt ist das Ding mit hochgegangen. Mich regt das auf, ich kann die nicht rauchen. Wieso nicht? Na, weil hier Gas ist. Hä, du kannst doch trotzdem eine rauchen. Nein. Gas lässt sich doch besonders gut rauchen. Nein. 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 Ich mach jetzt hier eine Party. Ich klopfe auf den Stuhl. So, da mach die Kamera aus. Ich mach jetzt Haya. Juhu. Na, gute Nacht. Schlaf gut. Oh. Ja, ich kann sie aber da ausmachen. Ja, danke. Bitte. Ist da noch in dem Bier was drin? Sonst ertrage ich das nicht ohne Scheiß. Was denn jetzt? Da weiß ich noch nicht, sonst penne ich eigentlich um die Uhrzeit. Oder auch nicht. Mhm. Boah, Was bist du so nervös? Ich bin nicht nervös, ich suche gerade mein Telefon. Boah, ich komme gar nicht hoch. Du bist echt ein Zwerg. Ja. Sorry, dass ich ein Zwerg bin, ey. Ist doch nicht schlimm. Ist doch alles gut. Mann. Ach, ich bin lieber ein Zwerg als 1,80 Meter oder irgendwas. Ja, das stimmt. Ich klopfe hier auf den Stuhl. Irgendwie kann man auch bei dem Wetter nicht rauchen, weil der Tabak immer so scheiße ist. Wieso ist der zu trocken oder was? Nee, der ist zu feucht.
mehr. Ich bin dann hier eh nur Aufpasser, so Security. Muss den Kühlschrank stecken. Ja. Muss ich mal gucken. Jetzt, ne? Da bist du ja wieder. Ja, jetzt geht's mir besser. Wieso geht's dir nicht gut? Ja, du warst nicht da. Die musste Pippi. Achso, die musste Pippi. Jetzt ist wieder. Ja. Oh, Feigl, du hast Pippi. Oh. Selbst der Hund ist fast größer als ich. Aber noch was. Ach, jetzt haben wir zwei Stellen. Hm, ja, mein kleines Pippi. Guck mal, die Kuh. Oh, jetzt bist du rot. Jetzt habe ich die andere Lippe. Ach ja, und jetzt? Ist Gucke noch da? Ja. Was ist denn hier los? Tja. Seid ihr langweilig in dem Scheißdorf? Ja. Sind wir nicht. Die machen alle schon, ha, ja. Sind wir hier? Ach so. Ja, die wollen nicht so gucken. Das ist ein Tag vor. Ach, wir sind da schon. Vor Geld. Das, ja. Die haben kein Geld und deswegen ist ja da niemand. Ja, ich bin hier so der Beobachter. Also, wir sind auch hier. Die hängen, ja. Noch bei Birli, die hängen noch bei Birli Bär, aber das sind plus 19 Zuschauer. Okay. Dann sind das nicht. Jetzt sind es vier. Bei Birli Bär sind es nicht die Leute, die uns fehlen. Na ja, ich beschäftige mich mit Pili. Die ich nämlich. Ist das deins? Hast du das gehabt? Ja, das ist permanent. Lass es doch fliegen. Lass es fühlt sich wohl, wenn es fliegt. Ja, es wohnt hier. Ich habe Hunger. Ja, dann müssen wir Eier gehen, wenn du Hunger hast. Ich muss ein bisschen schlafen gehen, wenn ich Hunger habe. Ja, wenn du was gegessen hast, dann trinkst du nichts mehr, weil wenn du trinkst, bist du froh. Ach, das liegt nicht stört. Ja, ich trinke selber, ich bin auch so. Oh, sorry, Billy, dass du jetzt rot bist. Ist das neue? Was ist das hier? Das ist das neue. Oh, mein Baby. Oh, ich beschäftige mich mit Pilli, die ist loyal. Die liebt mich über alles. Was denkst du? Was hat? Sag mal, was häschelst du so? Die ist Stress. Die findet das alles doof. Wieso hast du das eigentlich Hausbesuch genannt? Dem ist nichts Besseres eingefallen. Also, ihr besucht uns doch hier im Haus. Da ist was gefliegt. Wir warten. Also Tom, ich hat gerade meine Cam an, war auch wieder falsch. Hm. Ich habe gesagt, er soll die ausmachen. Wieso sagst du ihm, was er tun soll und warum machst du, was sie sagt? Tja, ich bin halt ein bisschen dominanter, ne? Außer, dass der Hund Angst hat? Ja, der Hund hat deswegen. Der Hund hat sich erschreckt und hat jetzt ein Trauma. Da hast du ja alles richtig gemacht, oder was? Ja, weil die hat jetzt ein Garnelentrauma. Ich gehöre. Ja, mein kleines Baby hat ein Garnelentrauma. Du. Was hat sie denn, mein Gott? Hast du mal auf zu hecheln? Was musst du rennen? Die ist gestresst. Bist du gestresst? Ja. Ist gut. Ja, weil die will, dass er euch wieder umarmt. Ja. Siehst du? Immer Heidi. Ich kann den Knutschlecker. Ich rede vom Umarmen und nicht vom Batschen. Nicht vom Batzen? Willst du einen? Wieso? Ja, gebt euch mal einen Kussi. Gebt euch doch mal einen. Ja, gib mir einen Kussi. Ach, du Klammer. Du bist angemalt. Ja, dann komm her. Nein. Ich mache dich voll, schmier dir den überall hin. Ja, das hast du vor. Ach Quatsch, der ist doch wasserfest. Nee, der ist nicht wasserfest. Die wasserfest. Das sieht wirklich gut aus. Guck mal, ich kann hier immer noch ein Zöpfchen machen. Ist das nicht schön? Ja. Oh cool, die Frisur gefällt mir. Also in der Cam sieht die cooler aus wie du, wieso? Aha. Ah nee. Mm-mm. Ich liebe dich, ja. Ich liebe dich, ja. Wenn das nicht überzeugt. Ja, warum? Hier, warte mal.
hier ein bisschen Haarspray-Gel soll es sein? Ja, so ein bisschen Haarspray-Gel soll es sein. Das ist doch cool. Wahrscheinlich kommt dann die Kelly geflogen. Ey, das finde ich geil. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie dieser. Es ist alles geil, du findest alles geil. Hauptsache, es sieht anders aus als ich. Ha. Das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Ne, ich habe nur so festgestellt. Das sieht jetzt aktuell so aus, als wärst du in einem völlig anderen Bild als ich. Weil du bist sowas von klein. Ja. Und hier dann so mein. Hier dieses hier großartige. Das ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Das lernt man so in der zweiten Klasse. Genau, ihr sitzt gar nicht nebeneinander, ne? Nee. Wir sind in völlig different rooms. Ja. Mhm. Absolut, ja, ne? Man sieht's. Wirst du gerade müde? Ich kann sie auch nicht treffen, weil sie ist ja wo ganz anders. Ja, ja. Sie ist seit zwei Uhr knödeln. Jetzt bist du müde, Maus. Ja, ich habe eine geraucht. Das war das Problem. Wahrscheinlich. Ich bin wieder wach. Hallo. Trink noch ein Stück Bier. Oh ja, aber der ist alle. Der? Wir haben doch hier noch. Ich trinke nie Bier, aber ich bin so. Oh, Mama Mia. Einmal darf das doch wohl sein. Ja, ist ja gut. Die Mama kümmert sich gleich um dich, mein Schatz. Ja. Das mache ich immer. Scheiße, du bist das Wort. Ich kann nicht mal nennen. Nein. Ich kann nicht sprechen. Ich bin besoffen. Von was denn jetzt? Ja, hallo. Ich trinke nie. Das stimmt. Ich trinke, wenn dann Radler, wenn überhaupt. Und das kickt auch sofort. Die Radler hast du schon seit über einem Jahr keins getrunken. Seit über zwei fast. Halt mir erst mal fest. Ich habe ein Jahr lang nichts getrunken. Ja. Und das Jahr hast du auch nichts getrunken. Ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre nichts getrunken. Ja, wenn dann nur Kleinstmengen. Ja. Wenn dann mal zwei, drei Jahre. Ich habe ja früher gerne hier so V-Plus Energy getrunken, aber das vertrage ich ja nicht mehr. Da fange ich ja sofort an zu kotzen. Ist ja auch kein Alkohol. Ich fand das geil, aber ich mag es nicht. Ja, ich fand das geil. Es geht nicht mehr. Um Alkohol. Ich vertrage es nicht mehr. Ich kotze davon. Dann hau rein. Ja, das ist ja kein V-Plus Energy, aber das geht irgendwie. Warum schmeckt das so gut? Das ist das Fälschlösschen. Da steht auch Ökotest, Fälschlösschen, Pilsner, sehr gut. Bei Ökotest. Das ist schon ganz alt, das ist ein Jahr alt. Das ist von 0622, hallo? Steht hier drauf? Ja, das kommt ja aus dem Viertel. Ja, aber das ist schon ein Jahr alt, das ist schon kaputt. Das muss ja auch eine Weile reifen. Nein. Na doch. Nee. Ich wollte jetzt was sagen, aber ich schlafe. Oh. Los, hör raus. Mach's einfach, ist doch scheißegal. Ja. Ich weiß schon, was es ist, aber. Was mach. Denn? Du musst es gleich. Ich wollte eigentlich sagen, das ist ja schon ein Jahr alt, aber das reift noch. Ja. Das lebt bei dir aber irgendwie, ne? Hat Johnny Depp hat's gewirkt. Da war er noch ein paar Jahre. Oh, der war so. Oh mein Gott, ey. Oh, nee. Du sagst nichts gegen Johnny Depp, sonst kriegst du aufs Maul. Na, Marco, komm auch raus. Nee. Diese Schwuchtel. Ja, die beiden waren da dort. Haben sich doch diesen Freak doch angeguckt. Das ist kein Freak, willst du auch aufmachen? Ja, los, fang mal. Du erzählst mir nicht, dass Johnny Depp ein Freak ist. Und du auch nicht und du auch nicht und ihr alle auch nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich nur gesagt. Ich mit dem Holz? Nein, du kannst was drüber haben. Oh, ich würde es gerne nicht tun. Ich muss mich zusammenreißen. Mach's weg, sonst mache ich. Sorry. Halt mir sowas nicht hin, sonst mach ich es wirklich. Und das will ich nicht. Ich bin ein Skorpion, die halten sich zurück. Ich habe dir das Brett gegeben, weil ich Angst hatte, dass du dir die Leiter schnappst. Eigentlich hast du ihr ja nur das Brett vorm Kopf gezeigt. Das Kind hat immer ein Brett vorm Kopf. Genauso wie alle anderen. Naja, eigentlich habe ich dich gemeint, aber egal. Ich meine dich auch gleich. Wir müssen noch sehen, was du davon hast. Ja, was denn? Mhm.
Ein Dreier? Wirst du noch Mühe genug erfahren. Das wird halt auch ein spaßvoller Abend für mich. Naja, für dich nicht. Für das Ding da. Wieso? Du musst halt noch, zum Zahnarzt. Denk dran. Ich würde so vieles gerne sagen, aber ich tue es nicht. Doch, mach mal. Du weißt doch aber nur mittlerweile, dass es gar nicht so ist. Schlafst du denn wie ein Du Kuhle? Möchtest gerne gequält. Deine Versuche, mich zu quälen, finde ich so geil. Na, dann lass es lieber. Eben, die sind alle gescheitert. Was? Der hat gerade was anderes gesagt. Hey Werner, moin, grüße dich. Ja, moin Werner. Endlich ein Vernünftiger hier. Ja, genau. Ja. Bist du immer noch ich würde wahnsinnig werden, wenn ich so lange im Krankenhaus wäre. Ich würde schon aus dem Fenster springen. Aber eigentlich, naja, Krankenhaus ist auch was Cooles. Ja, aber du bist ja nie ohne Grund im Krankenhaus. Du musst ja da irgendwas haben. Ich auch. Das können wir machen. Ein vernünftiges Essen. Ach, vernünftiges Essen. Ja. Das war ein Spaß. Nee, du willst deine Glutamatsuppe. Ja, ich will meine Glutamatsuppe. Weil du halt kein Gourmet bist. Was, Alter, aller Mann, Norbert, dem Günther, was ist das denn? Ich guck gerade. Was ist das denn? Oh Gott. Nee, das ist ein Fake-Account vom Alderman Geist. Klingeläffchen, süß. Ich sag mal so, Alderman. Ja. Norbert, wenn du jetzt der alte Mann Gandalf gewesen wärst, ich hätte dich ja prompt ausgeblendet. Ja, ich mag den auch nicht. Der Gandalf ist. Ja, ich möchte mich jetzt mit Werner unterhalten. Wurdest du schon operiert? Mit Schmerzen, ja, wahrscheinlich. Oder? Ja, der wurde schon zweimal operiert. Ja, schon klar, okay. Ach, echt krass. Ich habe das nicht verfolgt. Ja, gute Besserung, ey. Ich kenne Tumoroperationen, das ist nicht schön. Ey, boah. Ich kann mich noch an meinem Ohr erinnern, ey. Nee, aber mein Norbert Tim Günther. Also der Fake-Account ist erlaubt? Ja, aber erst dieser Tim Günther. Jetzt heißt er, ach nee, immer noch. Ja, der heißt immer noch so. Du musst lesen lernen. Es ist manchmal nicht so einfach für mich, ja? Ja, ich erkläre dir das. Ja. Ich liebe dich und erkläre dir das die Welt. Deswegen bist du ja da. Ja, ich bin hier der Aufpasser. Wenn was falsch läuft, kriegst du aufs Maul. Genau, deswegen habe ich weiß, also das Problem bei mir ist, ich halte mich immer extrem zurück. Das ist skorpiontypisch. Ich kenne das Phänomen. Ich halte mich so lange zurück, bis es nicht mehr geht. Und dann raste ich aus. Ihr wisst, was hier abgeht, wenn ihr die Cam aus ist. Was machst du am Montag dann noch? Kannst du mal kurz berichten? Ach du Scheiße, schon wieder die nächste. Werner, was hast du denn gemacht? Hast du dir das Bein amputieren lassen oder was ist das? Da hat er irgendwas am Bein. Ja, ja, ich habe irgendwas gelesen von einem Tumor, aber hä, warum denn 3-4 Wochen? Kein Tumor. Achso. Ich hab Hunger. Abszess wahrscheinlich, ne? Oder? Genau. Ja, aber das ist ja fast das Gleiche. Das ist ja eigentlich. Nicht wirklich. Naja, ich hatte hier auch so einen Abszess am Ohr. Warte mal, Werner, du bist hier rein, okay? Ja, dann, das finde ich gut. Ja. Ich hatte nämlich hier am Ohr, an beiden Ohren, immer mal wieder so eine Riesenbeulen. Und da haben sie gesagt, das ist ein Tumor. Und da kam so eine eklige Flüssigkeit raus. Mhm. Brauchen wir diese elektronische Fliegenklatsche? Ja, hier sind irgendwie. Lass die fliegen doch mal. Die armen Kleinen, hallo, die haben eine Familie. Ich trinke ein Bier, Alter. Ich trinke eigentlich nie Bier. Deswegen bin ich auch so Banane heute. Aber das Geile ist, Kinder oder Betrunkene sagen oft die Wahrheit. Ich bin gespannt. Ich hau die Wahrheit nicht raus. Der Skorpion kann sich zurückhalten, mein Schatz. Ja, der Schütze, der schlägt immer noch. Ja, das habe ich bei dir schon festgestellt. Der kann nie recht haben. Der muss immer recht haben, meine ich. Das ist ganz schlimm. Deswegen kloppen sich Schützen und Skorpione immer.
Du. Das muss auch sein. Ja. Ja, die Schützen, die haben ja nicht umsonst einen Pfeil und Bogen, ey. Und du? Ich habe einen Stachel. Ein Krebsgeschwür. Ja, Marco ist ja Krebs. Ach Gott. Ach so, du meinst Marco. Ich habe das gar nicht gereicht. Ich dachte, du meinst mich. Cashy ist auch Krebs. Ich mache aus dir gleich auch einen Krebs, ey. Ich könnte dir noch mehrere Leute aufzählen. Werner ist Skorpion, das weiß Nein, ich. Nein, Werner, doch, Werner ist Skorpion. Der hat im November. Werner ist Skorpion. Die besten Leute sind im November geboren. Also. Halb elf. Du hast mich gerade beleidigt. Ach Gottchen. Nee, nichts, ach Gottchen. Mein Schatz. Aua. Ein Bier. Ich zeige jetzt noch meine Todesserjacke mit meinem geilen Totenkopf. Ich wollte das eigentlich als Tattoo haben, aber das hätte mich wahrscheinlich 500 Euro gekostet. Und warum hast du die gemacht? Ich hätte es gerne gemacht. Ich hatte aber nicht so viel Geld. Haben 3,50 gefällt, gefehlt. Ja, ich hätte das so gerne gehabt, ey. Das war am besten auf dem ganzen Katze hat heute bis an Ratten gefehlt. Was? Da kommt schon wieder auf die Hast Beine. Du überhaupt den Link gepostet? Der ist doch angepinnt. Ja, der ist angepinnt. Ich habe doch keinen Plan davon. Ich kann nicht live gehen. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Das Model ist das. Das kommt ja, genau. Ihr kümmert euch ja rum. Deswegen das kommt durch die Geschlechtskrankheit. Was? Weiß ich auch nicht. Was? Ich vergebe ja nicht. Da, guck doch mal. Ja, ist doch gut, dass er das da. Ja, du musst da hinkommen. Mensch, du musst ihn doch mal reinlassen. Ja, hier. Doch, das mache ich doch. Der ist doch im Krankenhaus ganz allein, Kerl. Hallo. Ja, guten Morgen. Naja, so allein bin ich nicht. Ich habe ja jemanden auf dem Zimmer. Nein. Jetzt gerade nicht. Bis auf mal. Hallo, Werner. Ja, hallo. Moin, Werner. Ja, ich muss flüstern. Moin, Werner, wie geht's dir? Ja, moin, ich muss Flüstermodus machen. Ich habe hier noch jemanden. Alles klar. Okay. Ja. Ach, du hast jemanden auf dem Zimmer. Ja. Oh Gott. Naja, unsere Tonqualität ist ja nicht so gut. Ich habe gerade gedacht, Werner wäre 29 Jahre alt, weil der so komisch klingt. Nee, machst du nochmal 10 dabei. 39. Ja, werde ich. Sehe jetzt mal nicht so 39? Scheiße, hä? Ich bin auch Skorpion im November. Ja, ich auch. Wann hast du? 8.11. Ja, 13.11. Skorpion und Skorpion, ne? Mein Arzt, also, da ist Joe drin, ne? Ja. Hans Paper auch, ist auch Skorpion. Ich weiß es nicht. Ich weiß das. Ja, ich nicht. Und jetzt ist Joe da. Und dann wird es eine richtige geile Party. Ach, ich hab den. Oh, ich krieg den nicht da drin. So, da ist er. So, und Joe ist zum Beispiel Witter. Im Sternzeichen. Ich bin der echte. Ja. Nee, du bist ohne echte. Das habe ich gleich erkannt. Ein Dickkopf. Nein. Ich bin. Ey, ja, ihr habt das erkannt, natürlich. Ja, ich hab dir noch gelesen. Ich höre gar nichts. Ich höre dich. Sag mal, wieso habt ihr jetzt, was habt ihr jetzt die ganze Zeit gemacht? Wo wart ihr eigentlich alle? Also hier an Tom und Tina, so, ey, das ist Zufall. Ich habe einfach nur geguckt, was ist im Dorf? Sehr ruhig. Tatsächlich, also in Klammern Full House so. Sorry, ich setze mich mal. Halt. Vorhin lief ja was bei mir auf dem Kanal und ich wollte jetzt mal hören, was war das denn jetzt gerade? Ich habe es nicht geguckt, aber Joe, das haben wir schon besprochen. Joe, ich muss dir aber sagen, diesmal hattest du echt geile Mucke, ne? Also, es war nicht schlecht. Ist doch scheißegal, was du geil findest oder nicht. Es geht doch nicht. Dann, wenn ich die Musik abspiele, ist doch scheißegal, wie es gefällt oder nicht. Quatsch, jeder hat das X. Kann er draufdrücken und weggehen. Ganz einfach. Ja gut, ich habe dir auch das letzte Mal gesagt, wenn es scheiße war. Dann kann ich immer sagen, wenn es gut ist, oder? Ja, ist doch in Ordnung. Ja, ja, okay, Kleiner, ist in Ordnung. Das ist in Ordnung so, ne? Wenn du sagst, ja, hat dir gefallen so, na, freut mich dann natürlich. Ey, vorhin dachte ich, als ich reinkam, ey, Tina und Tom, als ich jetzt reinkam, dachte ich, ihr hättet so einen Splitscreen. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin wieder schaffen, ey. Hallo. Hä? Was denn? Ich sag nur, als ich gerade reinkam, da sah das so aus, als hättet ihr einen Split-Screen. So, also über einen Avatar, so. Warum ist das? Ja, wahrscheinlich, weil die Person wach geworden ist.
Ja, das sah vorhin schon so aus, dass wir irgendwie nicht in einem Raum sind. Ja, genau, das ist das. Das ist diese Trennfuge. Das liegt ganz einfach Schrank. Da. Vom Schrank her. Da ist einfach so, als wenn ihr zwei Kanäle in einem seid. Ja. Das ist doch ein geiles Feeling. Ja, weil das auch mein Gott, ihr könnt ja aufhören, hier Sex. Ich bin nicht hier, um euch zuzugucken, weil irgendwie rumgelegt ist. Komm, gäb's zu, du willst nichts anderes sehen. Mensch, Kisse hier kostenlos. Alter, da mach ich Pornabande ja, oder so ein Scheiß. Ist ja gut. Was wollen hier rum, ey? Ja, Frau. Also, nichts ist irgendwie rechte Leute. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Nein, aber Tom, jetzt ohne Scheiß, ich rede mit dir und ihr knutscht dann rum so und du kriegst gar nicht mit, würde ich zu dir sagen. Unverschämtheit. Das ist auch ein bisschen unhöflich. Ja. Es tut mir leid, Joe. Ich habe angefangen. Lass das, Tina. Lass ihn doch jetzt. Ja. Du kannst ja unscheinbar seine Klöten kneten. So, ne? Aber wir müssen das doch nicht sehen. Guck mal, deine Hand, wir wissen ja nicht, wo sie ist. Ich kann mich nicht zurückhalten. Ich bin immer nur rattenscharf, wenn ich Bier getrunken habe. Sorry. Jo, sag mal, was soll ich da machen? Abend halt ihr. Nein, ey. Mir ist das doch scheißegal, ob ihr jetzt da irgendwie rummacht. So, nein, mir geht es darum, ich habe mich hier jetzt gerade eingepflegt, weil ich dachte, wie gesagt, ich war gerade bei Teufelsheim am Zugucken, wie er baut. Und dachte mir, was macht das Dorf? Und dann klicke ich auf die Abos. Nein, sei doch ruhig, ist doch scheißegal, was du langweilig findest. Habe ich schon mal gesagt. Du musst nicht da hingucken, was du langweilig findest. Ne? Ja. Gehst du deine scheiß Birne rein? Dann habe ich, hier auf die Abos geklickt und dann sehe ich, ich bin zu Tom und Tina, bin ich nett und höflich. Wenn du mich anpimmelst. Ich habe dich gar nicht angepimmelt. So, sei ruhig jetzt, ich möchte was erklären. Ich war bei Teufelszahn, ich klicke auf die Abos und sehe so, die sind online. Und dann dachte ich mir, ich gehe mal da rein. Mach doch jetzt ich möchte mal hören, was los war. Mach doch nicht wieder die Show. Die Show brauchst du hier nicht machen. Wir haben die ganze Zeit schon miteinander kommuniziert. Der ist ja in Ordnung. Was wegen mir? Brauchst du jetzt nicht reinkommen und hier irgendwie Stunk suchen? Ach, ich oder so. Scheiße. Ich mache keinen Stunk, ich bin Gast bei Tom. Was willst du von mir? Ja, ich bin auch Gast bei Tom. Ja, also, was pimmelst du mich an, du Missgeburt, du Dreckige? Nein, ey, ich möchte gar nicht. Hallo, ich finde mich hässlich. Ich mute mich jetzt, bis er sich ausgepowert hat. Ich bin einfach nur Gast, okay? Ja, sei da. Dankeschön. Ey, ich habe keinen Bock da. Ich will gar nicht streiten. Ich dachte mir so, ey, cool, dass ihr online seid. Und ich dachte mir so, ich gehe da rein. Fertig, mehr nicht. Ja, Zockermann, dafür bist du zuständig. Ich weiß aber immer irgendwie, Zockermann. Was ist denn das? Ist das der Kleine, nein, nicht was. Ja. Ach, warte mal, da Werner ist wieder im Vorraum und Black Fox. Ich möchte Werner. Und Black Fox kann ihn nicht. Werner, bist du das? Ich wüsste mich eigentlich. Ja, mein Akku war leer. Ah, okay. Hier bei dem Fett, hallo. Bei dem ja, grüß dich Werner übrigens. Hier bei der Fettbox seid vorsichtig, der hat Apion seinen Kanal gecrashed mit Porno-Einspieler. Genau, ihr müsst vorsichtig sein. Ja, ich halte auch nicht so ganz viel von Foxy. Ja, bei mir bin generell so Männern nicht so ganz zugetan. Du bist Männer nicht so ganz so gut an. Wie bitte? Ich bin ein lieber Mann. Ich bin ein lieber Mann. Schatz. Ja, was hast denn du? Du bist mein Baby. Ich muss mich um dich kümmern. Und jetzt gib ihm mal Schnulli und Titi. Ja, aber du bist mein Baby. Nimm ihn mal an die Brust. Ja, du hast keinen Schnuller. Ja, du hast keinen Schnuller. Aber du kriegst jetzt einen Knubbel. Oh, und jetzt gibst du ihm Brust, ne? Ja, Milch. Au! Gib mir doch nicht einen Headshot. Und du bist ein Baby. Oh, ja, Kacke. Jetzt bist du rot. Ach nee, doch nicht. Was ist das denn? Und jetzt geh mal mit dem Zeigefinger so über seine Lippen und dann sag, rede jetzt dabei so. Dieses Blablabla. Kennst du das, wie man das so bei Babys macht? Ja, rede jetzt mal so. Der Hund ist völlig verstört. Oh, oh mein Gott. Schweige denn, wie ich aussehe. Ja.
Ein kleines Goblin. Hey Tom, ich bin hier nicht, um irgendwas aufzuhalten. Wenn ihr das geklärt habt, dann weißt du. Weißt du, ey Tom. Ich bin nicht hier, um irgendwas aufzuhetzen, wenn ihr das geklärt habt. Ne, dann ist das ja in Ordnung so. Weil ich wollte wissen, so, was war das? Weil du hast mich auf etwas angequatscht, wo ich nicht wusste, worauf du hinaus willst. Und dann hat mich der Kleine auch noch angequatscht und ich wusste da auch nicht, worauf du hinaus willst. Das machen wir ein andermal, Joe. Wieso? Ich habe damit nichts zu tun. Du musst das nicht mit mir klären. Klär das mit ihm und... Ey, ich habe doch gar nichts mit euch wirklich zu tun. Wirklich so, weißt du? Das ist ja einfach nur aus dem Dorf, wo ich manchmal Gast bin. Aber das, worüber du mich gefragt hast, da weiß ich nichts drüber. Und danach kam ja der Kleine bei mir im Stream so und meinte so, was war das jetzt gerade mit Tom? Fertig. Ist gut. Und ich habe vernommen, dass du dich nicht dran erinnern kannst. Ja, woran soll ich mich denn erinnern? Sag es mir mal bitte. Okay, gut. Ja, was denn, ey? Wenn ich frage so, warte mal, meinst du das, wo ich Cashy gefragt habe, kam Tom in... Also war das eine, oder den Kleinen gefragt habe, war das eine aggressive Absicht, wie sie davor stand? Oder worauf willst du hinaus? Weißt du, du fragst mich darum. Das war alles sehr unkonkret. Er gesagt hat über mich. Ich weiß das nicht im Detail. Sag mir, helf mir doch mal auf die Sprünge. Nicht dieses Mystische, was er gesagt hat über dich. Dann sag, was er gesagt hat, dann rasselt es bei mir. Es wird so viel gesagt im Dorf, weißt du? Ich doch nicht. Es geht darum, was Cashy ja, Cashy geht hat. Es. Ja, was sie gesagt hat. Was sie gesagt hat. Das weiß ich nicht mehr. Helf mir doch bitte auf die Sprünge. So, manchmal merkt mir jeden Wortlaut. Ey, ich bin im Vollsuff hier oft unterwegs. Du musst mir nur auf die Sprünge helfen. Ich habe nicht. Wenn man mir ein Stichwort gibt, dann fällt es mir ein. Wenn du da, also, aber ich möchte mich nicht einmischen, so, ne? Das. Also ich habe mich eingemischt, ihr wart bei mir und habe darüber geredet, so, ey, Joe, dies und das, so und so. Du kannst dich nicht dran erinnern. Dann brauche ich auch die Sache nicht nochmal aufwärmen. Ich möchte auch das Thema hier nicht. Aber Tom, ich bin aber auch kein Kenner davon, so, was da wirklich abläuft. So, ich habe mit diesen Leuten eigentlich nichts zu tun, außer dieses hier im Dorf da. Ein bisschen da irgendwie rumhocken und dann. Wir wollen den anderen zu Wort kommen lassen, das ist im Krankenhaus. Der hat bestimmt einiges anderes zu erzählen und. Hat nicht die Möglichkeit, Werner erzählt in jedem gefühlt zweiten Stream darüber, wie die Wunde Wenn ihr was wissen wollt, müsst ihr mich fragen. Ich habe eigentlich alles erzählt. Wer was wissen will, muss fragen. Ich habe ja eigentlich alles erzählt. Mir tut Werner leid, dass er kein Einzelzimmer hat. War ja nur ein Angehörter. Wieso als Gesellschaft, ey? Wieso Einzelzimmer kann auch langweilig sein? Naja, aber wenn du online willst, dann ist das auch scheiße. Ey, man ist im Krankenhaus und hat so einen Drang, im Dorf rumzulungern, da kann ja wohl auch nicht wahr sein. Ich habe im Krankenhaus ein Einzelzimmer. Ich habe kein Einzelzimmer, das sind 3 Zimmer. Was hast du denn? Ich habe das falsche Bier genommen, ich habe das leere genommen. Ey, ihr seid Stralle. Und du, Tina, bist auch Stralle. Das merke ich jetzt. Was? Ich bin Stralle? Echt? Was stimmt nicht mit der Cashy? Die ist verballert seit einigen Tagen. Die ist doch völlig neben der Spur. Als ich mir das angeguckt habe, ich habe sofort weggeschaltet. Lass sie doch, ganz ehrlich. Und die ist von morgens bis abends um jede Zeit, wenn ich reinschalte, die ist irgendwo am Start. Und überall ist sie am Hecheln, Herzchen, liebe dich und den liebt sie alles. Ja, was ist was mit der los? Ist sie Baller in der Bieren oder was? Hat sie zu viel gerüstelt oder was? Wäre doch nicht anders. Mensch. Hat sie zu viel Smarties genommen? Du wärst einmal so. Oder mal kurz. Bin ich ohne Scheiß, bin ich alleine wäre. Nee, aber ohne Scherze. Cashy ist doch gerade voll am Übertreiben. So, bilde ich mir das ein? Die ist doch permanent drauf. Ja, sie ist zur Zeit ein bisschen öfter live, aber. Warte doch mal. Hey, lass mich auch mal was sagen dazu. Ey, das hat die, was die hier so macht, diese Cashy-Show, das hat die vielleicht einmal im Monat gemacht. Ey, die macht das mittlerweile fast jeden Tag. Die pfeift sich da die 05er-Dinger rein. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ja, dann sagt sie doch persönlich. Ist doch das hat aber nichts mit Saufen zu tun, Werner. Das ist, die ist Druppi, die ist verballert. Ja, dann sagt es mir persönlich, meine Fresse, ganz ehrlich. Ich kann Ihnen das persönlich sagen, aber bin ich hier irgendwie Pflegevater oder was? Ich wünsche halt alles. Was soll ich hier denn sagen? So, das fällt allen auf, dass die sich zum Affen macht. Seit Tagen. Aber bitte könnt ihr mal ein bisschen Respekt haben und mal einen Werner mal zu kommen lassen. Nee, geht nicht.
Lass doch mal bitte den Lama ausreden, ja? Ich wünsche dir alles Gute. Du wieder hier abziehst. Ich merke halt, da ist irgendwas im Busch, der hat psychische Probleme, das merke ich. Ich wünsche dir alles Gute, ich kann mich nicht um die kümmern. Das ist meine Aufgabe. Die ist verballert, die hat immer psychische Probleme, nur momentan ist sie verballert. Die ist auf jeden Fall drauf, auf Pep und auf, was weiß ich, Happy Pillen, Ecstasy und so ein Scheiße. Ich hab das eh, mir fällt sowas auf, weil die ist morgens da, nachts ist sie am Durchjunken, am Rumzappeln vor Kamera und die ist immer da, immer. Wenn ich da bin, das ist kein Problem so, aber wenn sie da ist und dann auch noch in so einem Zustand, mir fällt das auf. Die ist momentan nur noch auf Drogen und zwar nicht irgendwie Giffy und Sophie, sondern anderes Zeug und das merke ich. Du musst jetzt keinen Monolog führen, ja. Ich wollte das nur beenden und ich habe es beendet. Ich habe nur gesagt, was mir auffällt. Und ich habe Lebenserfahrung, glaub mir. Reden. Ja, aber die anderen müssen doch selber mal bei sich gucken. Also ich kann mit Stolz sagen, ich bin heute der 8. Tag ohne Alkohol. Siehst du, Werner, das ist richtig geil. Seit wie vielen Jahren? Genau. Und das meine ich ernst. Ich hatte meine Nüchternheit nach Knie verdrehen. Und das wird nüchtern. Ach, Tage, ja. Man weiß, letztes Mal. Aber ich sauf nicht wie Werner jeden Tag. Werner säuft ja jeden Tag eigentlich vor. Ich nicht. Jeden Tag getrunken, ja. Warte mal, und Werner, wie fühlt sich das an, mal klar zu werden und das alles so als Resümee zu sehen, so was man getan hat. Tom, kannst du mal Joe bitte ganz kurz stumm machen, dass du Werner... Nein, wieso? Nein, ja, Werner erzählt, sag ruhig jetzt. Ja, dann halt du deine Fresse, du Arschloch. Ja, ich will das komprimieren, deshalb stelle ich konkret die Fragen, bevor hier umgeheuert wird wieder. Ey, wenn mir dazwischen gelabert wird, kann ich nicht ich bin im Flüstermodus, ich kann hier nicht so laut reden. Ja, Werner, ey, wenn wir jetzt alle ganz Ohr sind, boah, du hast jetzt 8 Tage nicht gesoffen, ja, wow. Ach komm, super. Ich sag gar nicht. Da ist doch immerhin was. Merkst du, Werner, ich kann versuchen, was ich will. Und du wirst nie zu dem kommen. Zustand ändern sollte. Ich meine, ja, guck mal, jetzt ist sogar Phil da im Chat. Ja, du unterbrichst jetzt gerade den Werner. Phil ist im Chat, das sehen wir alle. Warum unterbrichst du den Werner? Ja, ich bin jetzt wieder gesagt, weil jetzt gerade Tom. Und wie sich das anfühlt, das fühlt sich einfach gut an. Du kannst doch nicht. Ja, eben, Werner, jetzt merkst du erstmal, wie das war, im Suff zu sein. Weil jetzt kennst du den Kontrast, nüchtern und Suff. Ja, nicht dein Ernst. Der lacht mich aus, der Spacko. Hallo, Phil. Ja. Hey Phil, kommst du rein? Es ist Phil hier. Der lacht gerade, weil ich ihm angedroht habe, einen Part zu verpassen. Das wird immer komischer. Also du traust mir und da kommt Phil im Chat. Ich hoffe, das kann man nicht aus. Aber ist Phil ein Aggressor? Jetzt mal ohne Scheiß, Tom. Ist Phil ein Aggressor oder ein umgänglicher Mensch? Oder wie nimmst du das wahr? Da, was du letztens gemacht hast. Soll ich das öffentlich machen? Naja, ich sag mal so, das ist nicht ganz zufällig, dass der Phil jetzt hier auftaucht. Ja, lass ihn doch, warum darf er nicht? Du bist doch hier rein zufällig hier. Oder? Ist das zufällig, dass du hier bist? Ja, ich nicht. Bei mir war es geplant. Ich wurde sogar eingeladen. Ja, ich hab Phil eingeladen. Nein, das war ein Scherz. Nein, aber Phil. Also, ich hab nur Tom entscheiden, ob er dich rein lässt. Mann, Tina! Was soll die Runde geiern? Das klingt wie eine Tür. Ich hab Kopfhörer drauf und du geierst mir ins Ohr. Alter. Sie rennt erst auf. Frauen, die besoffen sind, dieses. Und dann, das ist immer dieses Wahnsinns-Gegacker. Oh, schlimmes. Du hast da eingepinkelt. Das ist so geil. Ich wollte was mit Tom besprechen, aber ist ja unmöglich. Mach ich genau, weil das geht ja gar nicht mehr. Das ist ja unfassbar. Phil. Was hast du für ein Problem? Keine Ahnung, mal Bierseite. Ja, nimm dir nee, da ist nicht Phil im Forum, das ist Black Fox. Nein, da ist keiner mehr im Forum.
Ich muss auf Klo, ich habe mich gerade fast eingepinkelt von Lachen. So, das ist 10 Minuten her schon. Ja, Tina. Ne? Da hinten steht ein Arno. Halt mal den Föhn in den Schritt. Ne? Du hast dich ist der Tropfen rausgegangen? Komm mal hier rein. Also Tom hat gesagt, da steht ein Eimer, den kann ich jetzt benutzen. Ja, musst du dich draufsetzen. Ja, also, mach nichts daneben, ne? Und plumpst nicht auf den Boden, ne? Weil da ist die ganze Suppe auf dem Laminat. Das filtert auf, ne? Ich finde nicht mehr. Phil, komm hier rein. Sie ist so krampfhaft, ein Eimer. Ey, Tom und Tina, redet ihr mit uns oder habt ihr dann einen? Sie hat gesagt, sie setzt sich auf den Eimer. Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte nur, plumpst nicht runter. Sie hat einen Eimer. Weil der Eimer kippt dann bestimmt um. Und ich sag nur, Laminat quillt dann auf, ne? Ist der jetzt noch? Hast du den Schlüssel? Alter. Ich sag dir nur dreimal täglich Antibiotika in die Rede, was glaubst du, wie dein Arschloch geht? Ich warte jetzt. Boah, Werner, du solltest dich echt mal bei Gandalf und sowas dazu pflegen. So, boah. Nein, Phil, du warst nicht. Muss das sein? Immer Krankheit, der kannst du über normale Themen jetzt labern. Ja, wir haben hier Dorfprobleme und das ist irgendwo Priorität. Ich sollte meine Hand über dein Knie wandern lassen. Das habe ich doch schon dreimal gemacht. Wo sind denn die Probleme? Ja. Mach doch mal. Okay, erledigt. Und jetzt kriege ich einen Preis oder was ist das? Hast du dir sowas gewonnen? Ich trinke eigentlich nie, sorry. Deswegen bin ich so behindert. Ja. Was soll man da machen? Du bist auf den Bierkorken draufgetreten, ne, und stinkbesoffen. Ich stehe dazu. Ja, Phil, ja, aber guck mal, die zieht wie so ein. Lass ihn doch laufen. Meint ihr, dass das der echte Phil ist? Weil der hat gerade mal 2 Abonnenten. Wieso? Es gibt einen echten. Nein, das kann ja nicht sein, weil ich bin ein Abonnent von ihm, dann wäre ich ja einer von 2. Und das kann ich nicht. Marco ein Abonnent, das sind 2. Ja, ich habe ihn abonniert. Ja, wirklich. Ja. Er hat mich auch abonniert und. Ja, nicht hier, weil er mich abonniert hat, mir ist das scheißegal. Aber ja, ich habe den schon abonniert. Ja. Nein, dann ist das nicht der echte. Nein, aber hier an den Tom, das ist nicht der echte. Du hast recht. Wenn du das überprüft hast, dann hast du recht. Ich habe es überprüft, ja, weil ich dachte mir, das kann ja gar nicht sein, ey. Scheiße, ey. Dann ist das nicht der Phil. Dann ist das nicht der Phil. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt extra noch einen Phil-Kanal hat. Nochmal separat. Welches Erstellungsdatum, Lena? Sag mal. Was willst du wissen? Erstellungsdatum des Kanals. Warte mal. Ich kann ja überprüfen, weil ich habe ihn ja abonniert. Ich kann das ja. 28.01.22. 28.01.22. Aber ich will nicht hochgehen. Älteste Spinne Deutschlands entdeckt. Meine Fresse, die ist bestimmt 200 Jahre alt. Ach Quatsch. Ja, Phil, dann komm doch mal hoch. Ich habe mit dir sowieso mal was zu bequatschen, Phil. Damit wir das mal aus der Welt schaffen können, ja? Das wäre nämlich ganz cool. Das könnt ihr privat machen. Und nicht öffentlich. Das können wir doch bei dir machen. Warum nicht? Ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Kack. Sagst du Tom schon? Ja, aber warum machen die das nicht einfach mal privat? Ich habe das gerade überprüft, das ist der echte Phil. Das ist der echte Phil. Der hat 3 Abonnenten jetzt so und das ist der echte. Ich habe ihn in Abo. Ich bin einer von diesen 2 gewesen. Jetzt sind es 3 und das ist der echte. Es ist der echte. Es ist der echte. Ja, der dritte war ich jetzt, weil ich den jetzt abonniert habe. Ja, ist aber der echte. Es ist der echte. Weil ich habe den in den Abos und das ist der echte. Ja, dann ist ja gut. Okay. Oh. Ja, dann kann er doch. Ich hätte auch nicht gedacht. Ella, kann das doch in den Vorrang kommen? Ich hätte gern so denn nicht? Schnitzel mit Bratkartoffeln. Na, ich hätte gern Sushi. Kriege ich auch nicht. Aber Reis hatten wir heute schon. Ja, aber ich will Sushi haben. Da weiß ich auch nicht, wie ich das anrufen. Ich habe echt Hunger. Ich muss Live-Code recht geben. Sorry. Was hat er denn gesagt, dass du ihm recht gibst? Ja, live gut. Kubaner, bitte raus. Okay, dann gebe ich ihm auch recht. Ja, natürlich, weil es immer wieder etwas zu reden gibt. Ja, aber das soll man privat machen, nicht öffentlich. Das stimmt, wir machen das privat. Wenn es was zu reden gibt, dann privat. Solltet ihr auch. Ey, und Tom, du hast mich ein bisschen überrumpelt gerade in meinem Chat. Ich wusste gar nicht, was du jetzt meinst, so ehrlich gesagt. Weißt du, ich bin da einfach nur so aus Jux und
Dollerei. Ja, manchmal auch im Suff. Du bist aber, es liegt doch auch. Oh, da musst du mich nicht. Ich bin kein Kenner von der Szenerie. Warum? Ich bin einfach nur Zuschauer, ohne Scheiß. Ist einfach so. Ach, die haben doch bloß Angst vor mir. Die haben einfach, die kacken sich alle ein hier. Das ist denn ihr Problem. Und dann stellen sie sich nicht. Dann stellen sie sich nicht. Und weil ihr Waschlappen seid, ja, deswegen, Phil. Komm doch rein hier, rede mit mir. Was ist los mit dir? Los, Phil, komm mal hier rein. Mit in Kombo, mit Köpek, Köpek, los, komm hier rein. Beide, dann haben wir voll aus und dann können wir reden, alle. Könnt ihr bitte reinkommen, genau. Nein. Tina, du musst nicht immer gegen irgendwas sein, wo du gar nichts dafür kannst. Ja, geht's dich ja, aber worum geht es denn jetzt? Um was? Um gegen was zu sein, bitteschön. Um gegen was zu sein? Lena, gegen was zu sein? Wenn Phil ihr momentaner Lover ist. Kannst das nie erzwingen? Es warum ist der jetzt unbedingt der Buhmann? Du bist ich doch abserviert und gut ist doch, ey. Damit musst ich du dich auch mal abfinden. Nein, ich gehe jetzt nicht hoch. Ja. Geh du doch hoch. Worum geht's denn? Wer soll hochgehen? Was, Bier holen oder was? Ja, genau. Zeig dir mal, wer größer ist. Ja, das ist dominieren. Die arme Tina. Komm, tu ihr nichts. Ja. Okay. Nicht hoch. Aber jetzt hast du mit deinem Ellbogen einen gegen den Schädel getroffen. Nein. Doch. Nein, Tina, was ich noch zu sagen. Oh. Jetzt gehst du hoch und holst Bier. Ich gehe nur zu den Titten, sorry. Ich bin ein bisschen zu klein. Ja, eben, deshalb mock mich auf. Du weißt ja, wenn er dir eine lang will, dann liegst du in der Ecke. Ich rede mit drüber, dass man es privat macht. Jetzt gehst du hoch und holst Bier. Du hörst nicht. Wenn nicht irgendwas vorschreibt. Ach, tu mir auch nicht. Ja, Skorpion und Schütze, ne? Du bist Skorpion? Ja. Okay, die sind sehr, 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 sehr kompliziert. Und sehr aggressiv sogar. Joe, du bist doch Widder, stimmt das? Ja, ich bin ein Dickkopf. Was bist du? Also, Joe, da bist du beim Skorpion absolut falsch informiert. Ein Skorpion ist absolut tief. Skorpion und Widder ist... Ich hab nichts mit Tina. Was, Skorpion und wieder? Was bist du, Tom? Sag mir das mal erstmal. Sag so mir's. Ja, weiß ich doch, was ja, ich hab doch gesagt, ich bin Vital. Was bist du, Tom? Erzähl mal. Ey, Tina, sag du mir, der ist nicht mehr ansprechbar dann, Tom. Was ist der vom Sternzeichen? Schütze. Wieso bin ich nie ansprechbar? Ja, weil ich dich dreimal gefragt habe und du nicht reagierst. Ja, und ich frag Tina einmal und sie reagiert darauf. Der ist Schütze. Schütze? Das ist Amor? Okay. Ja. Amor war besoffen, wo er mich getroffen hat. Also, du wirfst ja mich mit Papier. Oh, ich habe noch nichts gefunden. Ja, ich halte jetzt einfach mal einen Maul. Und jetzt? Oh, ja, keine Ahnung, ey. Ich möchte auch, dass die anderen zu Wort kommen. Der wollte uns jetzt was fragen. Ja, die wollen ja auch was sagen. So, wenn ich rede, dann sagen die, ich komme nicht zu Wort. Wenn ich aufhöre zu reden, dann schweigen sie. Ich habe mich jetzt auf eine Konversation gefreut. Was geht mit dem Typen? Ja, okay, Tina, dann werde ich weiter babbeln. Trotzdem liebe ich meine Todesserjacke. Tina, beweg dich. Das sind Treppenstufen, das ist gut für dein Po. Alter, ist das dein Ernst? Ja. Als wäre mein Arsch so fett. Ich weiß es nicht. Ich sag nur, dass es den gut tun wird. Hm. Ich weiß nicht, wie dein Arsch aussieht. Ich sag nur, steig jetzt die Treppen hoch, hol das, was gewünscht ist. Da trainierst du auch deine Oberarme. Ich würde gerne ins Fitnessstudio gehen. Ich habe Hunger. Ja, hier hast du was zu futtern. Oh. Was hast du dir jetzt gerade ins Maul geschmissen? Sag mal bitte. Ja. Was war das? Oh, was hat jetzt schon wieder? Was hast du denn hier? Lass mich doch mal in Ruhe. Nee, ich setz mich jetzt hier hin. Hier. Das ist echt, die Titte geben für Erwachsene so. Hier, ich nuckel mal dran. Babyflasche so.
Ey, nimmst du ihn gleich auf den Arm und dann klopfst du ihn irgendwie auch auf den Rücken, damit er pupst und rülpst? Nee, da macht man ein Bäuerchen hier. Ja, bei den großen Männern hört sich das aber anders an. Das ist sehr brachial. Ach, da ist wieder das Dingsbums drin. Dieses Cartman-Zeugs. Black Fox, geh weg. Das ist schon verrückt genug. Ich hab dich angeleckt. Siehst du? Gehörst du jetzt mir? Ja, bestimmt. Feini. Allmächtig. Ich merke den Alkohol, aber ich habe immer noch die Kontrolle. Ja, aber ey, guck mal, hier, wie heißt der nochmal? Phil oder auch Köpi. Wir müssen ja nicht auf dieses Thema eingehen. Ey. Könnt ihr einfach nur reinkommen, so, wir können über andere Themen reden. Man muss ja nicht darüber reden, was nicht in die Öffentlichkeit gehört. Ich will das ja nicht erzwingen. So einfach nur Gesellschaft. Ich gar nichts, ne? Ja, der Dingsbums da so. Ich mag ja den Phil und hier den. Ich möchte Köpi. Den aber. Köpi ist auch voll interessant. Was ich mag Scheiße, den aber nicht. So, der ach, hier, guck mal, der Phil. Der geht sofort auf den Schwachsinn ein, den du da irgendwie reingibst. Das ist und finde das sofort toll. Das ist meine verdammte Jacke. Ja, und ihr blöden Bitches finde das auch noch toll. Ich muss mich zusammenreißen. Das sagt die eine dumme Kuh. Ey, ich spiele gerne mit Barbies und mit Lego. Da kommt der Film um die Ecke. Oh, ich finde Barbies und Lego auch voll toll. Ich mag auch Barbies. Hey, ich hatte He-Man-Figuren, ne? Was Barbie? Die steht mit dem Punkt-Punkt-Punkt-Kreuz gleich. Ja, oh, jetzt fällst du auch noch um. Ich oder was? Du kleines Baby. Oh, hey, aber He-Man-Figuren und Barbie-Puppen sind beide von Mattel. Ja, gleicher Hersteller. Die haben beides bedient, die Jungs und die Mädels. Lass uns doch mal dem Phil sagen, was wir toll finden. Ich? Weißt du, was ich toll finde? Was denn, Phil? Die Hollywood Vampires und ganzen Roses und wie die alle heißen. Du musst dich rumdrehen, das Mikro ist top. Das interessiert mich nicht, ich will meine Jacke zeigen. Ohne Kleber könnte ich rein. Warte mal, meine Haare müssen weg. Jo, du bist doch vollkommen. Nein, der schreibt, ohne Kleber kommt er rein. Also, wenn er weg ist, kommt er rein. So, das heißt, das ist eine Bedingung. Kleber. Was sagst du dazu? Würdest du die Räumlichkeit, ich sag mal, verlassen, damit er uns hier bereichern kann? Nein, das ist alles. Ich hab vergessen, dass du ein Pasti machen. Ist aber auch dein gutes Recht, hier auch zu reservieren. Du willst doch hier bei einer gewissen Protagonistin anwendeln. Und machst das auch. Ich will dieses Thema nicht hören. Sei doch mal leise, das ist der Chat hier. Trotzdem. Halt deinen Mund. Ey, seht ihr jetzt, was ich meinte mit Splitscreen? Guck mal, das sieht aus, als wenn Tina in einem anderen Stream ist, weil da so eine Trennwand ist. Ich drehe so viel er will. Guck doch mal selber hin. Ich will dieses Thema nicht. Ja, bloß der Phil will bei einer gewissen Protagonistin anpendeln. Kommt aber nicht damit klar, wenn ein gewisser Protagonist bereits hier ist. Okay. Piss dir auf den Kopf. Du sitzt in der Dusche. Ja, Phil, dass du da kneifst, ey, ohne Scheiße. Also der Kleine ist nicht irgendwie rhetorisches Genie, der dich in den Mangel nehmen könnte. So, ey, ohne Scheiße. Ich würde sofort reinstürmen. Ne? Aber du musst nicht, ne? Also du bist ja nicht ich und. Ja, muss nie. Aber er genau. Steht genau. Ja, vielleicht ist es ihm auch zu eklig und zuwider, in einer Räumlichkeit mit ihm zu sitzen. Ich weiß es nicht, warum. Er tut es ja nicht. Und er hat gesagt, nein, macht er nicht. Dann ja, er da drin auch. Erstmal andere Probleme klären. Du hast dich dieser Probleme selber angenommen. Ja, ich küsste Krise hier. Du bist stille. Was mir nicht zu erzählen, wann ich still sein soll. Du bist jetzt still. Sofort. Das meinst du. Was war denn doch jetzt schon wieder mit dem Abi? Du bist ein scheiß Telefon, verpiss dich. Da schaltet er rein, da redet er über die Uhr. Ich hab die gerade gesagt. Da war ja mal wieder drauf. Willst du mir was? Was brabbelst du da? Nö, danke. Also, ich habe heute mal zum Beispiel überhaupt nichts gesagt. Ich war nur die ganze Zeit.
Ich war die ganze Zeit im PHO. Du setzt dich jetzt wieder hin. Mit Sachsen, Tom und Tina zusammen. Und wir haben auch drüber diskutiert. Ja, kriege ich was auf dem Köpfchen? Das Köpfchen. Ich bin noch klein. Der will mich hier nicht haben. Kennt die Ecke und sein Leiste. Oh ja, Papa. So, das hört sich an. Oh ja, Papa. Ach, life's good, du bist ja süß. Danke. Ist der Köpik im Chat oder was? Wenn ich könnte. Ja, Köpik ist im Chat, Life's Good ist im Chat. Wenn ja mal ein bisschen ein paar Leute. Life's Good ist der Köpik. Ich bin nur so klein. Ja, ja, ich meinte, Phil ist im Chat. Ja, ich weiß, dass der Köpik ist. Schnitz, der Gerechte ist da. Schnitz. Der Gerechte? Ist das der Schnitz? Black Fox. Der Schnitz. Warum sitzt der im Vorhang? Schreibt irgendwas im Chat? Ein gutes Argument, warum ich dich reinlassen soll. Wo ist denn eigentlich die Cam? Die Cam ist da, na, muss das mit. Schatzi, wie groß bist du denn? Der hat live gut gefragt. Ist Tom so groß oder Tina so klein? Ja, aber warum antworten wir denn da? Also die Differenz ist groß. Groß und ich die bin Differenz, klein. Tina ist klein, so wie ich das gehört habe. Ist sie sehr, ziemlich klein. Aber hier, der Tom ist doch bestimmt 1,86, 87, 80. Würde ich auch schätzen. Das stimmt. Oder? Kommt das hin ungefähr? 85, 86? Ist das Entschuldigung, das ist eine Frechheit. Du bist 1,90, wie wir alle wissen. Was, der? Nein, ich bin 1,96. Wie groß bist du, Joe? 1,96. Du bist größer als Tom. Du warst letzte Woche noch 1,92. Okay. Nein, ich bin immer 1,96. Laber mir nicht, ey. Ich weiß, wie groß ich bin, ey. Und ich sage immer dazu. Sie will dich. Ach. Das wird bitte mehr größer als ich. Komm. Der wird kommen. Wenn sie mich... Komm, ey, Tom, lass das sein jetzt. So. Ich habe da keinen Bock drauf, ey. Hier, die sie will dich. Bin ich hier für irgendwie so eine Spalte Scheiße. Sorry. Ja, lass das, ey. Sonst werde ich auch gut. Ja, und ich wiege momentan 116 Kilo. Mein Spitzengewicht war 130. Was heißt Spitzengewichte? Also das Totale sich gehen lassen. Aber ich wiege ja, momentan ungefähr 116 Kilo. Tom ist 1,93, 1,95, oder? Echt? Bist du so groß, Tom? Ja. Tom, sag mal, wie groß bist du denn jetzt? Sag doch einfach mal. Was? Wie groß ist der? Mensch, ich verstehe, ne? Wie groß ist der Tom? Tina, sag du es, weil das ist immer so eine schwere Geburt. Ich frage den Tom konkrete Sachen, ne, und das ist wieder. Zum Punkt! 1,93. Okay, doch schon. Auch so ein Riese. Okay. Ja, ich bin 1,55. Lass uns mal nebeneinander stellen, Schatzi. Steh auf. Hopp. Steh jetzt auf. Okay. Steh auf! Ja, geht ja. Na, die Kamera ist ein bisschen unvorteilhaft. Ja, ist schon aufgefallen, die Differenz, aber trotzdem harmoniert hier irgendwie. Ich weiß nicht, ich. Also, für mich harmoniert hier so. Ich kann dir den Nippel beißen. Ja, tu das ja. Du kannst ihn sogar im Stehen einbauen. Große Männer sind das Geilste, was es gibt. So. Tom, was wiegst du? Also da ist kein Contest so, wer mehr wiegt, sondern einfach nur so, was du so wiegst. Hab zugenommen. Ja, ich habe dich nicht gefragt, ob du zugenommen hast oder abgenommen hast, sondern was du wiegst. Lass das doch mal kompliziert. 150 Kilo. Ach Quatsch, nee, der ist athletisch gebaut. Was? Stell dich nochmal hin und red dich zur Seite. Nee, ich würde schätzen, ich würde Tom schätzen auf... Red dich zur Seite. 110 würde ich sagen. Oder? Kommt das hin? Ich glaube ein bisschen mehr. Oder 105? Oh, ich muss echt mich auf Zehenspitzen stellen, um da oben hinzukommen. Da komme ich noch nicht mal dahin.
Ey, Leute, ey, wir sind nicht hier, um euch zuzugucken. Und der Tina ist die Hose runtergerutscht. Die zeigt gerade ihre Knifte, also ihre Pupe. Ja, ich scheiß dir ins Gesicht, mein Freund. Ey, Tom, ey, du regelst, du hast sie gerade in die Kamera gedreht und man sieht die Maurer-Dekolleté. Ja, ey, die Hose ist hier runtergerutscht. Zum Heulen. Ja, kein Witz. Ist wirklich so. Ich kann mir auch die Hose runterziehen, das stört keinen. Mich auch. Ja, könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Aber ohne Scheiße, ich bin hier zum Labern, nicht hier zuzugucken, wie ihr untereinander irgendwie. Ja, bereit. Sorry, ich finde mich selber geil. Sorry, tut mir leid. Ja, ich hole mir auch immer einen runter, so, ne? Das ist ein möglicher Tipp. Aber ich war gerade am Trinken, mein Boah. Ich dachte, ich sterbe gleich. Ja, aber ohne Witze. Komm, Labara Baba, mich dann. Nein. Dann. Ja, nicht irgendwie, ja, die ist das, ich habe deinen Arsch gesehen, sondern ich meinte nur so, ey, was macht ihr denn da jetzt? Der hat ich bin nicht hier, um euch zuzugucken, so, versteht ihr? Ja, Overkill, muss ich dir zustimmen, mir wärst du als Partner auch zu anstrengend. Wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Dann lässt du das doch nicht, dann lass ja, doch mal so, reden. Ich bin zu anstrengend, also ich beschäftige mich am Tag sehr viel mit mir selbst. Also mit meinen Kunstprojekten. Du hast schon viele gefilmt hier, so deine Diamond Paintings. Gedönt. Wir haben ein Diamond Painting, meine Zeichnungen. Ich habe mir jetzt Zeichenstifte bestellt, weil ich sehr kreativ bin. Sorry. Kannst du gut zeichnen? Ohne Scheiß? Nee, überhaupt nicht. Warte oder machst mal, du hier so dieses so Wachsmalstifte? So irgendwie auch mal eine Sonne. Die ist gelb mit so Strichen da dran. Ich habe bestellt für 50 Euro, weil ich zeichnen lernen möchte. Und ich ja, zeig mal deine Resultate. Angefertigt. Ich habe eine Zeichnung angefertigt von Alan Rickman. Ah. Das ist jetzt die erste, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Zeigen. Das Ding sah aus wie ein Kamera. Nicht labern, zeigen. Ja, ich bin dabei. Mama ist raus. Ja. Oh, okay. Ja, okay. Ja. Das ist die erste Zeichnung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich habe Zeichnen immer gehasst. Ja, brauche auch einen Arzt. Aber das sieht aus wie mit Kugelschreiber. Ja, ja. Ist auch. Ich habe noch keine Stifte. Die habe ich erst bestellt. Die kommen Montag. Ja. Kohlestifte, Abblendstifte und was weiß ich. Alles Mögliche zum Zeichnen. Ich will das unbedingt. Ey, pass mal auf. Ich hätte dir ein anständiges Bleistiftset geholt von. Ich meine, das ist Castell. Nein, das meine ich ernst. So, ne? Ey, ja, Tina, ich bin nicht ohne. Ich hätte dir ein Bleistift-Set geholt. Weißt du, du kannst auch verwischen, so mit Taschentüchern, wegradieren. Genau. Hol dir verschiedene Stärken an Bleistifte erstmal als Set, wenn du Porträts zeichnen willst und so. Lass mich doch nur austreten, mein Kind. Ich habe doch was bestellt, was ich gerade gesagt habe, was ich dir zeigen möchte. Ich habe etwas bestellt. Muss man zuhören, Tja. Warte. Ist das ein Schminkkasten oder was? Nein, das ist ein Stiftzeichen-Dingen. Gedöns mit Stiften. Stifte. Ja, wie willst du die benutzen, ey? Einmal und dann irgendwie alles in die Ecke wieder schmeißen. Ja, ja. Genauso wie mein Diamond Painting, wo ich schon fünf Diamond Das Bild hat geswitcht. Ja, warte hier, ich such mal. Ist egal, komm, ey, du zeigst mir das Resultat, was interessiert mich deine Stifte? Ich will sehen, was du drauf hast, ey, nicht deine Stifte. Ich habe noch nichts drauf, Joe. Das Bild, was ich gerade gezeigt habe, ist das erste Bild, was ich jemals gezeichnet habe mit Kuli. Aber das war nicht schlecht, ey, weil Kuli kann man nicht wegradieren. Genau. Und ich habe auch ein Porträt, ja, ich kann es euch zeigen. Ich habe angefangen, ein Porträt zu zeichnen mit Kugelschreiber, mit der Absicht, ich möchte, dass es float, so aus dem Kopf. Und das muss ein Fluss sein, ohne Radieren. Jeder Fehler muss da sein, trotzdem. Ey, ihr wisst nicht, was ich meine. Ich hab viel gezeichnet, früher. Ich kann euch das zeigen, so. Ich laber mich, ich laber keinen Scheiß. So, ne? Ich zeig euch was. Ich bin kreativ wie sonst was, aber ich krieg den Anfang meist hin. Ja, du musst reinkommen, du musst anfangen und dann kommst du rein auf einmal. Und dann siehst du das, was du zeichnen willst. Wenn du schaffst, vom Kopf her das zu sehen, vom geistigen Auge, dann macht deine Hand das einfach so. Und das wollte ich durchziehen, aber ich habe es gestoppt,
dieses Bild. Ach, mein Gott, das nervt. Ich habe es nicht verkriegelt, es ist aber auch mit Kugelschreiber. Obwohl ich eigentlich mit Bleistiften zeichne. Genau, aber das habe ich mit Kugelschreiber. Und wenn ich das, dass die Zeichnung von Kuli auf Schwarz-Weiß mache, sieht so aus. Warte. Hat auch einen anderen Effekt, ne? Hat einen anderen Effekt. Das sag ich dir, hol dir einen Bleistiftzettel. Ey, Tina, hör mir doch mal bitte zu. Tina, wenn du ein Bleistiftset hast, dann hast du verschiedene, also Härtegrade von dem Bleistift. Ja, genau. Wenn, dann ist weich, hart und so weiter. Für scharfe Konturen hart, weiche. Du kannst auch mit Taschentuch so geile Effekte erzielen, mit Schatten und so weiter. Das ist hier alles dabei. Das ist hier alles dabei in dem Set für 45 Euro. Okay. Ja. Deswegen habe ich mir das bestellt. Da ist ein Blending-Stift dabei, da ist sonst was dabei und Buntstifte, Wassermalstifte, was auch immer. Alter, und Wachsmaler. Nur auf diese Malscheiße eingehen. Du bist nicht kreativ, mein Kind. Ey, Tom, ich laber keinen Scheiß so. Ich hab eine Zeichnung gemacht. So, ne? Ich habe die ja auch hier in die Kamera gehalten, ins Dorf. Ja, aber lass ihn doch, ich rede gerne darüber. Können wir jetzt über irgendwie Garnelen reden? Vielleicht geht er da auch. Ich habe Hunger, ich möchte Garnelen essen. Ich habe auch Hunger. Oh, Marco, kannst du uns Garnelen bringen? Marco, erzähl uns was über Garnelenzucht. Wofür züchtet man sowas? Meine Fresse, er quatscht hier von... Ja, Staubsauger. Aber das ist das Problem, was wir haben. Du interessierst dich nicht für das, was ich machen möchte. Ich habe das ja gemacht. Ich habe es ja auch im Dorf gezeigt, meine Zeichnungen. Ey, ich mache jetzt die Kamera an. Ich hole jetzt mein Zeichenbuch. Oh ja, mach mal. Ja. Damit ihr seht, dass ich keine Scheiße laber. Was soll denn Scheiße? Jemand, die ist Laberababa. Nee, aber und du, Kleiner, erzählst in der Zwischenzeit von der Garnelenzucht. Ich traue mich nicht hochzugehen, weil ich mir Kleiner, du erzählst in der Zwischenzeit von der Garnelenzucht. Nein, werde ich nicht tun. Wir wurden hier im Chat gefragt, warum der Stream heißt, wie er heißt. Weil wir einfach den Titel genannt haben, Kerl. Mein Bier ist alle, ich will ein neues Gip. Wo ist der Kasten? Sitzt da drauf. Sucht einen Kasten. Achso, sorry, es tut mir leid, dass ich behindert bin. Ich ziehe mein Oberteil aus, mir ist warm. Oh, mein BH sieht man. Entschuldigung. Hört mal auf, mich zu hauen. Ja, Tina, reiß dich mal bitte zusammen da jetzt. Ja, mein Kind. Ihr seid alle meine kleinen Kinder. Nein, reiß dich mal zusammen. Was soll das jetzt hier? Ey, aber du kommst jetzt mal zurück, weil ich will dir was zeigen. Ja, zeig mir was. Nee, falsch rum. Warte mal, ich muss die Kamera wieder aus. Jetzt kann ich wieder nicht. Ja, ich muss andersrum machen, die Kamera. Tina, Schweinefuß. Nein, damit ihr seht, dass ich nicht Scheiße laber. Und ich laber keine Scheiße. Ich habe das doch oft hier im Dorf gezeigt. So, jetzt habe ich das eingestellt. Fertig. Und wie ist das? So und so. Nee, warte mal. So. Die Gewitter, die jetzt drauf liegt. Ja, damit die braucht es auch. Ja, die macht Haie. So, man sieht nichts. Ja, Tina, jetzt setz dich mal hin und guck. Ach, der zeichnet. So. Oh, der zeichnet auch. Ja, warte mal. Guck mal, das ist ein Buch. Siehst du das? Das ist ein Buch. Und jetzt zeige ich dir mal ein paar Sachen. Ey, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Ja, warte mal. Ey, ich muss mich hier so ein bisschen komisch umsetzen. Die Simpsons. Aber das ist alles mit Bleistift, weißt du? Und alles nur Wischtechniken und hast so weiter. Hast du so einen Blendstift? Nein, ich habe keinen Blendstift. Ey, aber das ist diese... Hier, siehst du, habe ich auch mal ein bisschen Dingens auch, die Buntstifte benutzt, so auch gerade Effekt, so, ne? Hier Dingens im Müllhaus. Das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Hier so ein bisschen Blatt, so mit Schattenwurf. Ja, Scheiß. Der zeichnet besser als der Tätowierer, der das Tattoo gestochen hat. Jannika Fertig ist Blödsinn. So, Blödsinn, das ist Scheiße. Das ist alles aus der Schule. Das ist Schule, Scheißstoff. Guck mal hier. Hier, das ist so ein Eastpack-Ding. Kennst du noch Eastpack-Rucksäcke? Das sieht mega aus. Hier, siehst du, das bin ich. Ne? Du bist gelangweilt, wie immer. Du interessierst dich dafür nicht. Ich interessiere mich übel dafür. Ja, ich hab da, ey, das ist voll geil, Alter. Eigentlich hier sehr entspannt. Die Klappe hier habe ich so ein bisschen so einfach Räumlichkeit
Also Leute, wenn sie da irgendwo sitzen, so ein bisschen Räumlichkeit erkennen. Ja, das ist nicht spektakulär jetzt. Warte mal, ich habe noch ein paar geile Sachen dabei. Ich habe noch ein paar geile Sachen. Hier, Phil, wieder. Gute Arbeit. Das ist toll, was ihr macht. Ich finde das schön. Lass ihn mal. Ey, Tina, guck mal, hier. Ey, Tina, hör mal zu. Ey. Hier, Tina, hier saßen Leute auf einer Tischtennisplatte und da ging es darum, nicht den ganzen Körper, sondern einfach nur räumlich als Striche das Skelett zu zeichnen und dann kannst du den ganzen Körper nachzeichnen. Den ganzen Körper. Du musst das nur wissen, die Tiefenwirkung. Die Tiefenwirkung, darum geht's. So, hier, guck mal. Na, was... Ich finde das. Sagen, ja, aber lass mich doch. Ich gucke mir Joes Arbeit an. Ja, ich rede doch irgendwas anderes. Hier, Joe, Tina und Tom. Tina und Tom. Tina und Tom? Ja. Seht ihr umschlungen? Oder das ist doch. Was das ist gut? Das denn? Ist das ein Gremlin? Das ist geil. Das sieht aus wie Pili. Ja, sag das doch. Ey, ich habe noch geile Klamotten. So, ne? Das ist hier der Hausmeister. Joe ist auf jeden Fall Simpson-Fan. Das ist Fighting for Woman. Halt die Klappe jetzt! Das ist Fighting for Woman. Ja. Seht ihr das? Und das Woman ist da oben. Ja, Fighting for Woman. Ich will Joes Adresse nicht, nur weil er gut zeichnen kann, Kerl. Und jetzt guck mal, das hier. Homer Simpson. Und guck mal, was er denkt. Guck mal, was seine Denkblase ist. Ja, Weiber, ne? Ja, ja, genau. Und wie grinst der darüber? Ja, guck mal, wie sie ihn anguckt. Agro. Huh. Oh, du hast es ja, hier habe ich Lisa und Mom. Bart. Ey, die Zeichnungen sind echt gut. Ja, Phil, schreib das auch. Ja, ist gleich zu Ende so. Ich habe noch ein paar Klamotten. Ich muss damit ein bisschen rumflexen, weil Tina hat mir nicht geglaubt und jetzt muss ich flexen. Du kannst nur, weil du es nicht kannst. Zeit zum Beten, die Flenders. Ja. Zeit zum Beten. Guck mal auf die Uhr. Hm? Und die Kinder völlig verpeilt. Wie kriegst du das so hin? Ja, ich sag dir ein paar Tricks. Dann geht das. Und da habe ich angefangen, hier habe ich angefangen mit Kugelschreiber, Tina. Das war mit Kugelschreiber, so Freestyle, aber ich habe es nicht verhindert. Hast du da versucht, Tausi zu malen? Ja, du hast es sofort erkannt. Ich habe es an den Lippen erkannt, sorry. Wir brauchen jetzt einen Trick, ja. Ich habe es an den Lippen erkannt. Wir müssen jetzt mal von diesem Scheißdreck wegkommen, ja. Nur weil du davon keine Ahnung und kein Interesse hast. Nee, ich will jetzt ins Persönliche gehen. Du möchtest ins Persönliche gehen? Ich finde Zeichnung geil, sorry. Wen wollen wir jetzt beleidigen? Ich beleidige dich. Ey, Tina, ich kann dir ein paar Tipps geben, so, ne? Ja. Ohne Scheiß. Also, ich bin nicht so ein Genie. Ich bin kein Genie. So, ne? Mit dem WhatsApp reicht völlig. Ich kann dir ein paar Tipps geben, so. Das ist einfach noch. Also, Tipps von Joe nehme ich gerne an, weil ich finde die Zeichnung geil. Wann werdet ihr endlich ficken? Bist du behindert oder was? Tom, laber keinen Scheiß, ey. Komm, ey. Du hast einmal was zurechtgesponnen. Am nächsten Tag hast du gesagt, wow, Joe, was war denn da los? Und ich sag zu dir auch noch, ey, Tom, du warst ja beim Stream drin, du warst nur besoffen. Und dann meintest du so, was labert ihr da, bla bla bla. Ach komm, ey, ich bin nicht so ein Wichser, ey. Nein. Gerade von mir geht es darum, ich möchte angeben mit Zeichnungen. Und wenn Tina da irgendwie ein Interesse entwickelt, so, da kann ich auch ein bisschen Tipps geben. Ja. Um was anderes geht's auch. Meinst du, ich will hier in den Schritt oder weiß los? Der denkt immer so, ich weiß nicht, was da falsch läuft. Der denkt immer so, es geht dann gleich ums Ficken. Du willst dir Tipps geben. Oh. Tom, dann lasse ich es sein. Ist einfach so. Auch nett. Nein, will ich, nein, ich möchte mich nicht aufzwingen. Pass mal auf, Tom, wenn du sagst, das möchtest du nicht, dann tue ich es nicht. Ganz einfach. Du bist einfach nur angekommen. Ey, das ist Anstand, man mischt sich da nicht ein. Wenn der Kerl sagt, nein, das möchte er nicht, dann respektiere ich das. Fertig. Ich soll mich verpissen? Ja. Hau dir das ab. Ich soll mich verpissen am liebsten, wenn ich meinen Skorpion nicht zurückhalten würde. Ne? Ich schwör's dir. Genau, gib ihm mal einen Stich ins Auge. Ich kann nicht. Ich habe da so einen inneren Zurückhalt. Wenn ich den nicht hätte, ne, dann wäre der schon tot.
Ganz ehrlich. Nein, aber jetzt ohne Spaß so. Nein, wenn also Tina macht dein Ding so. Ja, ich möchte aber nicht da verwickelt werden. So. Weißt du, wenn Tina ein Interesse hat an Zeichnen und ich sage, ich hab das Zeichnen früher. Wenn ich mein Tommy so, dann ist das nicht irgendein Rumgebuhle, ey. Was soll der Scheiße? Ist genauso wie, als wenn sie jetzt Interesse hat an Motorrädern und ich rede mit ihr über Motorräder. Ja, dann bin ich nicht da am Rumbaggern. Ey. Ich sag so. Also, ey, ich hab Anstand so, ich bagger nicht rum so. Guck mal, die ist vergeben an dich, Tom, und das ist auch gut so. Weil sie gehört doch mal in eine gewisse Stabile. Ja, ich habe doch gesagt, ich biete mich selber an. Mich interessieren halt die Zeichnungen und alles andere interessiert mich eigentlich nicht. Tipps nehme ich gerne an. Ey, Tom, wenn du mich gut kennst, wenn Tina bei mir baggern würde, da würde ich sie beschimpfen und sagen, was bist du für eine Schlampe? Ich habe über Zeichnen geredet, was bietest du dich an? Ich baggere dich in 1000 Jahren nicht an. Ganz eben, ich sage ja nur, wenn sie das tun würde, ich denke mal so, dass die Leute mittlerweile wissen, wie ich auf sowas reagiere. Ja, das live gehört, warum kommst du dann immer mit Zuhörerfantasien um die Ecke? Ich? Ach so, du meinst den Köpi. Checkst du nie, was hier abgeht? Live gut, ich muss dir wirklich sagen, wenn er mich anschaffen schicken wollen würde, ne, dann würde er sich welche fangen, da würde er verrecken dran. Ja, aber der denkt irgendwie. Der denkt so, aber ich habe die Hosen an. Ich habe die Hosen an und du würdest aufs Maul kriegen vom Allerfeinsten. Ganz ehrlich. Sie ist der Zuhälter, verdammt Scheiße. Ja, ich bin das. Oh, ich könnte so, ne? Ich könnte so. Ich mach's aber, ne? Weil ich könnte so. Nee, ihr versteht. Ja, dann erklär mal bitte. Komm rein und erklär. Dann müssen wir dich verstehen. Hallo, Donny. Dein Tangerau pisst dich. Wie hast du einen Tangerau? Donny? Ey, Donny, Alter, du bist so überall am Rumschäkern so. Ich hab heute bei Cashy. Seid ruhig jetzt. Donny, ich habe heute bei Cashy reingeschaltet. Knuddeln, ich kann knuddeln und ganz doll kann ich drücken. Und ich mag ganz Liebgehabe. Mhm. Boah, Donny, Alter, du bist auch überall vertreten mittlerweile mit deinen Herzchen. Boah, du bist so süßi, knuddeli und bubbeli und duddeldi. Ja. Mann, Donny, du Spast hier. Ich weiß auch nicht, was in den Köpfen von diesen dämlichen Huren hier abgeht. Dass sie auf dieses Billigspiel immer reinfallen. Ne? Du weißt, was ich meine, Don. Du weißt, was ich meine. Du nutzt das ja auch aus. So. Ne? Dass die echt so billig sind. Knuddeldi-duddeldi. Knuddel-duddel. Ich möchte knuddel. Ich kann ganz liebi habi. Mhm. Ja, ganz liebi kann ich habi. Ja. Aber du, wir können ja mal festhalten. Was denn? Diejenigen, die immer die Weiber anbaggern, ne? Das sind diejenigen, die sich nie trauen, mal reinzukommen, wo die Kerle dabei sind. Ja, was ist denn das hier? Don, gerade ich hier. Weiß, was du da abziehst. So, komm, ich nehme dir das nicht übel so, aber ich denke mir nur so, wie dumm sind die Weiber. Was hat? Nicht alle, aber ich weiß schon. Ja, was denn? Wer ist denn hier Weichkeks? Wer ist denn hier Weichkeks? Mann, Tina, deine Titten glubschen da rum, ey. Ja, Junge! Ja, reiß dich mal zusammen. Du kannst auch einen Schritt zur Seite gehen und dann deine Tippen zurückmachen. Der Phil schreibt, ich komme erst rein, wenn der Kleine da rausgeht. Ja, warum denn, Phil? Warum denn, Phil? Was hast denn du für ein Problem, Junge? Halt die Fresse jetzt! Don Tango, wenn du Urbano schreibst, blende ich dich aus. Lass Don Tango in Ruhe. Moment mal, habe ich Key, dann schmeiß ich ihn raus. Wer hat was dagegen? Ich habe was dagegen, wenn jemand hier rausgekickt wird. Das ist nicht dein Kanal. Moment mal, ich habe nur so getan, als wenn ich das tun würde. Ja. Ich habe ein Tattoo, ich habe hier ein Tattoo, ich habe. Aber Kleiner, du wolltest, dass ich das tue. So. Das habe ich rausgekitzelt. So habe ich an deine Bupe gekitzelt. Du Trottel, du. Ey, Joe, ich hab hier einen Schlüssel, ich kann die selber rauskicken, du Vogel. Ich tu's, tu ich wag das? Nein. Wag es dich nicht. Ich? Ja, ich bin knetig, ja, siehst du mal. Ja, Tom hat mir einen Schlüssel gegeben. Du wagst es könnte die raus. Ich könnte die rauskicken, wenn ich Bock hätte. Ja, aber das gibt ein Echo, was du nicht vertragen wirst. Okay, Marco, was willst du haben? Ohrfeigen. Ja. Ich bin bei McDonald's. Die devote Sau.
Tom, ich will eigentlich nur, dass Phil hier reinkommt. Oh Gott, du willst nur wieder Stress? Was ja. Ist das? Nein, Dina, was für ein Stress, als wenn er dem Phil geistig gewachsen ist. Das ist so lächerlich. Der Phil ruft sich hier rein, haut einen Satz raus und der Kleine wird sich um Kopf und Kragen reden. So wird das ablaufen. Verbal gegen mich gar keine Chance. Ja, klar, gegen dich, ey, du Dummkopf, ey, du redest nicht mit Kindern, ey. Verstanden? Da! Guck mal im Vorhang. Bubu-Gaga! Bevor du das gerallt hast. Ja, das weiß ich, du brauchst auch nicht. Ich muss dir das erzählen. Wer verharrt da im Vorraum? Das möchte ich vorher wissen und ich muss das erstmal absegnen. Nein. Ich kann kein Kussi, wenn du mir kein Kussi gibst, ne, dann gibt's aufs Maul, mein Kind. Was ist denn mit dir los, Sauber? Reißt euch mal bitte zusammen, ey. Was soll das? Ich habe doch gerade gesagt, wir sind ja auch Gäste. Mann, Tina, reißt dich mal bitte zusammen. Wir sind hier Gäste und wir sind hier nicht Spanner. Der Kleine ist Spanner zwar gerne, so, ich bin aber nicht dafür hier, um euch zu gucken, wie du ihn reitest jetzt, oder was? Halt, ja. Du weißt gar nicht, wie ich denke. Und dann wäre ich gespannt, was du tust. Er hat ihn gespannt überall. Ich soll gehen? Ich soll gehen? Ohne Scheiß? Ich gar nicht. Ich soll gehen? So redest du nicht mit mir, merkt ihr das? Halt, Maul, rede mich nicht an. Wenn ich gehe, dann gehe ich ganz, ganz ehrlich. Wenn du keine Ahnung hast von Nixon, ist das dein Problem, Joe. Junge, ich bin schaulustiger, du Vollidiot. Ohne Scheiß, das ist nicht dein. Ich bin hier Gast, ja, und muss zugucken, leider. Ich bin auch Gast. Was hast du nur getrunken? Zwei Bier oder sowas? Du bist völlig kaputt. Ich bin nicht kaputt, ich bin noch ganz klar, mein Schatz. Tom, ich weiß, was du dich gerade fragst. Es passt nicht ins Muster, ne? Zwei Bier und so durchgedreht? Ich trinke nie. Da wohl für Mittelchen noch dabei. Ich trinke nie, aber ich bin hyper emotional. Nach zwei Bier dermaßen. Ja. Das kenne ich von Ecstasy. Ich trinke nie. Du bist in Ekstase. Ja, das passt zu Ecstasy. Ich bin in einer anderen Ekstase, als ihr es erwartet. Hast du Pillen gepickt? Schlechter Umgang? Ist doch wissen, Joe. Weil Keshi ist auch ein bisschen komisch drauf in letzter Zeit. Wir wollen hier im Wald. Ich nehme sowas. Das ist allerdings recht, Joe. Ich sehe nicht, wie Keshi verballert ist. Die ist verballert von morgens bis abends. Und das seit Tagen. Ja. Nee, richtig. Du als, und du ich habe keine Tomaten auf den Augen. Und du als großer Bruder, was tust du? Ja, weiß ich als großer Bruder, leider mir keinen Scheiß rein. Wenn ich großer Bruder wäre, dann gibst du einen auf die Birne und dann würde ich sie einsperren in ihren. Nochmal an euch, an den Chat, mir ist egal, wem Kisch ich fick, die fickt sowieso jeden. Der ändert sich nichts. Da ist doch die Wahrheit, Tina. Oh, wenn du sie leiten kannst, wenn du nicht hören willst, ist doch die Wahrheit. Ich war da dabei. Was ist los? Was? Du warst dabei? Was? Wo? Du warst auch dabei, aber irgendwie hast du es nicht begriffen. Ich war dabei. Was? Der Kleine, der erzählt irgendwie so, die Kleine fickt das und das und das und er war dabei? Was? Wer war dabei? Wer war Cockhold? Ich hab keine Ahnung, was der Kleine da meint. Es ging doch nicht ums Ficken. Ja doch. Der hat doch hier Suizidbombe geschrieben. Kubaner kann das nicht verkraften, dass Keshi lieber ne, fickt als Kubaner. Und dann sagt er, sie kann er ficken, wenn er will. Ich war dabei. Brüllen. Ich brülle nicht. Du brüllst Nein. immer. Nein, ich brülle nicht. Wie eine alte Gouvernante. Bist du nur am Ja, Brüllen. Ich brülle nur. Willst du sie Keshi sofort irgendwie irgendwas mitteilen? Nein, ja, Tom, du bist eine ruhigere Art und Tina ist jetzt gerade ein bisschen auf. Ich muss nur jemanden antworten, aber das ist nicht Keshi. Tom ist ja bekannt dafür, für seine ruhige Art und sagt nicht. Anderen schreiben, ist das verboten? Tina blödelt halt gerne und dann kriegt sie jetzt auch noch rum, weil sie gerade euphorisch ist. Das resultiert aus den Happy Pillen, genannt. Ecstasy. Oder hast du Nase gezogen? Oh Gott, jetzt will ich nicht mal einen Kuss. Was hast du dir geworfen?
Ich hab, was ich geworfen hab. Kleine aber Tom, merkt ihr, die wird jetzt gleich rattig, so, ne? Da kannst du sie ordentlich machen. Oh. Die macht jeden Scheiß. War schon seit 2 Jahren immer rattig. Ey, Tina, was ich mal zusammen. Das liebt mich gar nicht. Ja, kein Wunder, wenn du dich so benimmst. Ich bin uns, was das soll. Liebesentzug, richtig so. Vor allen Dingen, ich frage mich auch gerade, Tina, was soll das? Wir haben gerade einen wunderschönen... Echte, Tina, reiß dich mal bitte zusammen. Tina, du machst dich gerade billig. Wir haben ein wunderschönes, privates Gespräch geführt. Tickst du jetzt komplett aus? Bist du öffentlich eine andere Person? Musst du jetzt was anderes darstellen, als wie du privat bist? Alter, was ist denn mit euch? Nee, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, Tina. Wahrheit im Mund. Wir haben stundenlang miteinander kommuniziert, ja? Und du das nicht negieren jetzt, bitte. Nicht bla bla. Lena, du machst hier keine Ansage an die Frau von dem Tom. Was ist mit dir los? Du tust jetzt komplett übertreiben. Du bist gar nicht so, wie du. Du tust hier. Das ist eine schauspielerische Leistung. Okay. Ja, lass mich doch aus. Aber privat bist du ganz anders. Da bist du nicht. Ja, lass sie doch auch ein bisschen abpacken, aber sie soll nicht übertreiben. Kannst du zuhören und hast mir sogar recht gegeben. Gleich scheppert. Ja, Tina, so sieht's aus. Was für eine Droge, was spielst du hier so eine Rolle? Mann, Kleiner, reiß dich mal zusammen, ey. Ich trinke das Bier noch aus deinem Mund, dann verpiss ich mich hier. Ganz ehrlich, dann verpiss ich mich hier komplett und dann könnt ihr euch alle gegenseitig in den Arsch ficken. Nein, du bleibst hier und reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ja. Mehr ist doch nicht gerade verlangt. Was machst du hier? Ja, die Wahrheit. Tom hat auch keinen Bock, dagegen anzuschreien. Tina. Ihr stellt mich hier hin, als wäre ich hier die Schlampe vom Dienst. Nö, ich habe nur gesagt, privat bist du anders. Reiß dich ein bisschen zusammen und dann ist doch alles gut. Komm. Was mache ich hier? Ich bin ganz normal. Nee. Bist du ganz bei Trost? Hm. Halt endlich deine dumme Fresse. Gut, ich pack meine Sachen, ich verpiss mich hier. Sie dreht immer mehr durch. So leicht, warum? Ich weiß nicht, was mit der ist. Und komm. Hey Tom, ich möchte nichts unterstellen, aber irgendwie verhält sich Cashy seltsam. Das war auch ein seltsames. Ich weiß nicht, ob Tina kommt. Also mir fallen Sachen auf, weißt du, ich kenne die aus dem Real Life. So. Seit dem Konzert hat sich irgendwie alles geändert. Ja, genau. Seit dem Konzert stimmt dir irgendwas gar nicht mehr. Sei leise. Fick dich. Ja, die dreht vollkommen durch. Ich weiß nicht, was ist. Und wenn ihr sagt, dass es so nie geht, dann dreht die vollkommen durch. Die ist irgendwie so richtig auf dem auf dem Cashy-Level. Ja, sie wollte sich in Szene setzen. In Szene setzen wollte sie. Das war's gestern. Ja, was exzessiv. Was kann die da erreichen? Die ist doch die ganze Zeit groß. Ja, die soll, guck mal, die kann sich, sie sollte sich zusammenreißen, so nicht irgendwie wegen irgendwie kommandieren, sondern einfach, sie soll sich nicht blamieren jetzt. So ganz einfach. Und sie nimmt das jetzt als Beleidigung wahr. Ist aber nicht so gemeint. Die nimmt das nicht als Beleidigung wahr, die nimmt das einfach als... Ist gut, fick dich, du Hurensohn, ja? Komm mir nie unter die Augen, genauso wenig wie der Phil. Oh, Vorsicht, wenn die zwei bei dir vor der Tür stehen, die klopfen nicht, die treten rein. Ja, halt deine dumme Fresse. Was denn, du begreifst irgendwie gar nicht, um was es geht. Ich hab dir das letztes schon gesagt, du sollst deine dumme Schnauze halten. Life's good. Halt dein dummes Maul. Du begreifst gar nicht, um was es geht. Du redst einfach irgendwelchen Blödsinn daher. Halt deine dumme Fresse. Am liebsten würde ich dich ja ausblenden. Mit deiner Berliner Schnauze. Du bist einfach dumm. Life's good. Du bist hohl. Halt dein Maul. Meine Kleine tickt dir gerade durch und du gibst die Schulden, Kubaner. Du bist doch nicht ganz bei Host, Junge. Du hast sie doch nicht alle.
Das ist, ich weiß nicht, ob das die gleiche Droge ist, wie die gerade irgendwie genommen hat. Oder ist voll das Wirrwarr momentan so echt ohne Scheiße als Außenstehender. So, das ist totales Wirrwarr. Dingens Tina ist gerade voll euphorisch geworden. So, warum auch immer. Und das? Dann Streiterei unter euch. Warum auch immer? So, ey, ihr. Könntest du nicht Tina sagen, so, ja, dann lock dich doch ein, so, dann ist sie dein Gast jetzt, so nach dem Motto, so, weißt du, so als Versöhnung. Darum ging sie doch gar nicht. Die war doch hier präsent, die war doch präsenter als ich bisher. Ja, war sie auch. Ja. Hab's ja nicht zu Wort, du bist ja eher so einer, der ruhig redet und gegen anschreien. Im Hintergrund, und wenn ich dann irgendwas so was sage, dann dreht die vollkommen frei, wie du gerade erlebt hast. Echt, ist sie jetzt so beleidigt? Ja, das ist vollkommen neu. Sie hat jetzt circa 2 Bier getrunken. Das waren jetzt die ersten seit über einem Jahr. Als Tarnung, okay. Ja, mir fallen einige. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Tina und Cashy in Kontakt sind. In wahren Kontakt. Endlich, permanent. Okay, dann weiß ich, was los ist. Ich sage es dir, was los ist. Die sind auf Pillen und auf Chemo. Die sind drauf. Glaub mir das, ich merke das. Die sind drauf. Die Cashy ist total verballert seit Tagen. Die ist verballert, ich sehe das. Von morgens bis abends. Sie ist morgens da, sie ist abends da, mitten in der Nacht macht sie Streams, spackt ab vor der Kamera. Sie ist verballert, das hat nichts mit Alkohol zu tun. Alkohol saufen, bist du platt, gehst irgendwann pennen. Die ist permanent da. Das heißt, für mich, sie ist verballert. Wenn jemand sagt, ich sollte mich verpissen, dann werde ich das tun. Nimm das nicht, Tom, nimm das nicht zu ernst, weil du weißt ja, nicht, was im Hintergrund ist. Hör doch mal auf, dazwischen zu reden. Ja. Ach, der Joe, der macht das immer wieder kaputt. Der quatscht einfach irgendwas drüber. Oh. Immer babbelst du irgendwas daher. Halt doch mal die Fresse! Ich kläre dich gerade auf, weil du Vollidiot. Nee, du kannst mich nicht aufklären, weil du die Hintergründe gar nicht kennst. Halt doch die Schnauze! Gott, machst du einen wahnsinnig. Ich musste jetzt schmunzeln über Tinas Kommentar. Ich höre dich ein bisschen in die Küche. Ja, na klar. Die provoziert mich im Keller und hört mich dann in der Küche. Was ist denn daran spaßig? Ja, ich musste lachen darüber, weil der Kommentar lustig ist. So ein Schwachsinn, die dreht ja vollkommen durch, nur weil sie irgendwas nicht begreift. Und es geht im Prinzip nur um euren Scheiß. Das ist nicht mein Scheiß, ich glaube mir. Und den Leuten, die sich da reinhängen. Junge, du warst bei mir. Ich wollte, dass du dich reinhängst, Joe. Ja, richtig. Ich hatte dich darum gebeten. Das stimmt. Ja, aber wo? Ich kenne mich doch da nicht aus. Bin ich mit Phil und Cashy und Kleinen und was weiß ich unterwegs oder was? Dann halt jetzt an die Schnauze. Du kannst also dazu nichts sagen. Du hast es vergessen. Ja. Ich habe dir gerade was dazu gesagt. Mir fällt auf, dass Cashy verballert ist. Und wenn Tina mit ihr in Kontakt ist, dann ist naheliegend, dass sie auch irgendwas genommen hat und deshalb so komisch auf dich wirkt. Obwohl sie nur 2 Bier getrunken hat. Das wollte ich dir vermitteln. Und jetzt kannst du dir deinen Kopf machen. Punkt. Tina kann nichts genommen haben. Alles andere interessiert mich nicht. Tina kann nichts genommen haben. Woher soll sie das haben? Tina hat einfach 2-3 Bier. Kann ich auch noch mal einen Satz sagen, Tom? Na klar, ne? Du ja. Ja. Pass mal auf, wir haben ja vor uns ein privates Gespräch geführt mit Tina und Tom. So. Dann haben wir sogar ausgemacht, hier wo ich zu, ich habe sie beide eingeladen, habe gesagt, oh, bitte bringt mir nie wieder hier die Cashy vorbei, ja?
Ja. Das macht keinen Sinn. Ich will mit der nichts zu tun haben. Waren beide einverstanden. Und haben, ich habe sogar noch einen Termin gesagt. Ich sage, wir haben hier bald Stadtfest. Da könnt ihr gerne rumkommen. Da treffen wir uns und dann machen wir uns einen schönen Abend. So, da war Tina ganz entspannt und hat gesagt, ja, ist eine gute Idee, das machen wir. Ne, Tom? War ja so. Genau. Und jetzt auf einmal tickt die so komplett aus, wieder und schon wieder. Und ihr alle im Chat macht mit. Ihr wisst doch gar nicht, was intern läuft. Ihr wisst gar nichts. Und das ist euer Problem, nicht meins. Und nicht Tom seins. Und da braucht die sich jetzt nicht hier. Und Tina, du hörst zu. Da brauchst du dich jetzt hier nicht anders äußern, weil es öffentlich ist. Und dann eh auf hier, ich bin die große Prinzessin, machen. Nee, du bist nämlich privat eigentlich ein ganz nettes Mädel. Aber nicht online. Lass das einfach in Zukunft. Du hast selber gesagt, du hast selber mehrfach hast du uns erzählt, dass dir das nicht passt, was Cashy momentan macht. Ja. Hast du selber erzählt. Und dann lügt doch jetzt hier nicht rum. Und tust so, als ob Tom jetzt schuld wäre an der Situation. Genau, das macht die ständig. Ja. Und mit der Hilfe von Cashy dann extra noch. Und das ist das, was die Cashy dir gesagt hat, Joe. Ich wäre hinterhältig. Das hat Cashy dir gesagt, Joe. Ja, okay, dann ich habe dir gesagt, erinnere mich doch daran. Ich habe ich weiß nicht, wer mich noch gefragt hat, heute auch oder gestern, ist ja jetzt gerade so zeitübergreifend über 12 Uhr, so hat mich auch einer gefragt, so rekonstruiere. Und ich meinte nur so, hilf mir doch auf die Sprünge, Stichwort, Situation, Stichwort. Weil da hast du doch ich habe so viele Gespräche, so, da, ich kann, ja, okay, du sagst, sie hat zu mir gesagt, du bist hinterhältig. Wie habe ich darauf reagiert? Dass du das gar nicht klar hattest. Ja, also. Es geht um den Dialog, um den Inhalt und nicht, was du geglaubt hast. Ja, aber das kannst du mir doch nicht vorwerfen. Ey, komm, ey, weißt du, wenn sie das sagte, ich weiß, dass Cashy verlogen ist auch. Das weiß ich doch, ey. Meinst du, ich habe Tomaten auf den Augen? Ich habe das ja an Tom erstmal mitgeschickt, dass er das überhaupt gecheckt hat. Da hat es ja gar nicht mitbekommen. Nur mal so. Ja, ich war ja schlafen um die Zeit. Ja. So, und sie beeinflusst Tina wie Sau. Deswegen tickt Tina hier so aus. Das ist das, was Cashy tut, weil die nämlich selber nichts auf die Reihe kriegt. Beeinflusst sie Tina, um uns zu spalten. Und das hat sie jetzt richtig gut irgendwie hinbekommen, über Tina. Weiß nicht, warum die Frau auf die Frau so schnell geht. Tina ist das wahrscheinlich nicht genug wert, was wir hier seit Jahren haben. Dann muss es so sein. Soll es so sein? Sollen die beide klarkommen miteinander? Flaschenpfand, das, was du dort liest, bei, wie ist das, Erolity, das ist nicht sie. Das hat jemand anders gemacht. Begreifst du das? Und Phil schreibt, hör auf damit, Tom. Bist du behindert, sag mal, Phil? Merkst du noch was? Mit was fange ich dann an? Das kommt doch nicht von mir. Das kommt doch von der. Tom, du müsstest es besser wissen. Ich muss jetzt mal meine Adresse hier blockieren, ja. Ja, klar. Ey, guck mal, für mich als Außenstehenden, so, ich kenne natürlich keine Details, so, aber da ist natürlich, du hast mir ja geschrieben, so, ey, die fängt an, da rumzuspalten zwischen dir und Tina. Sprich, zwischen dir, Tom, und Tina halt. Dass sie da anfängt rumzuspalten. Ich weiß, wie anstrengend sowas sein kann, so, ne? Aber was soll ich dazu sagen? So, ich kenne da keine Details. Ich lebe doch zig, hundert Kilometer von euch weg. Du kannst nur etwas sagen, was du selber erfahren und erlebt hast. Mehr kannst du dazu und sollst du dazu nicht sagen. Eben. Mehr wird doch von dir nicht erwartet.
Ja, aber ich möchte nicht, dass Leute Erwartungshaltung haben. Ja, Joe, jetzt sag mal was dazu. Und ich denke mir so, hä, was habe ich denn damit zu tun eigentlich? Ja. Ich bin doch einfach nur irgendwie so ein Dorfling, der da halt sporadisch da ein bisschen was mitkriegt. Aber ich bin mit niemandem privat in Kontakt. Mit niemandem. Ganz einfach. Das wollte ich auch sagen. Und ich finde das scheiße, wenn Cashy das wirklich macht, da hier diese Spaltung da irgendwie auch noch befeuert, ist Schweinerei. So, was soll das? Die hat mit der Scheiße angefangen. Die hat erstmal damit angefangen. Ich meine, die hat hier übernachtet in unserer Wohnung. Wir waren in Moritzburg und überall. Das konnte man sehen. Ja. Und die hat Tina so weit beeinflusst, dass Tina jetzt gegen mich losgeht. Dieses bösartige Weib, die hat gar nichts davon. Die macht sich einfach Spaß draus, dass Tina so leichtgläubig ist. Also hat sie einen Fetisch zu zerstören. Funktionierende Beziehungen. Zerstörung. Das, was sie nicht hatte, will sie zerstören. Ja, weil sie es nicht haben kann. Habe ich auch erlebt bei vielen Leuten. Auch bei Männern so, ne? Die Single sind, die zerstören Beziehungen. Einfach torpedieren auf Kampf. Warum ich den Chat lese, ja, du sagst ja, so, ich manipulierte, ich schreibe dir, bla, bla, bla. So ein Schwachsinn, ey. Phil, du bist behindert. Phil, du bist genauso behindert. Sie spaltet nicht, nee, du hast gar keine Ahnung, was sie tut, Phil. Das interessiert dich aber auch nicht. Ja, genau, ich habe dich geschlagen. Baby Billy. Ja, genau, Tina. Ich habe dich geschlagen. Richtig. Das hat Cashy behauptet. Und weil das Cashy behauptet hat. Wie, Cashy behauptet das und Tina selber nicht? Das heißt, Cashy legt dir diesen Gedanken in den Kopf. Ja, genau. Ey, Tina, du bist älter als sie. Ey, bitte, du musst da drüber stehen. Sowas. Tina, reiß dich mal zusammen. Verlässt du dich von. Die, vor allen Dingen, die, als hätte die auf sowas gewartet. Es ging damals darum, wir waren bei Cashy im Stream und auf einmal fing an, also wir waren zusammen im Stream bei Cashy, Tina und ich. Und auf einmal ging mich teufeldumm an. Teufelsan. Wussten gar nicht, warum. Und ich wollte den Teufel irgendwie mal befragen, was soll denn der Quatsch? Da wurde ich zurückgehalten, da wurde ich hier neben mir, die Frau, die hier neben mir saß, die pfiff mich zurück. Ich dürfe dazu nichts sagen. Ich soll den Teufel ausreden lassen. Und die HO-Betreiberin, was die Cashy war, hat natürlich dazu auch nichts gesagt. Ey, Tom, schick mal der Tina einen Link, bevor sie ausrastet. Ja, Link ist ja. Okay. Wenn die hier im Vorraum sitzt, werde ich die blocken. Was soll denn hier dieser Quatsch? Die ganze Zeit läuft das schon, seitdem die auf dem Konzert waren, läuft hier alles drunter und drüber. Seitdem die in Berlin auf dem Konzert waren, läuft ja alles drunter und drüber. Hier stimmt gar nichts mehr. Hier stimmt was. Hier stimmt nichts. Life's good ist, schmeiße ich dich raus, ja, du dummes Stück Scheiße. Was hat denn der Kubaner mit zu tun? Gott sei Dank, ey. Ja, aber Tom, ich gebe dir einen Tipp. Hol Tina rein, sonst ist sie richtig angepisst. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was die genommen hat. Ich habe keine Ahnung, warum die so drauf ist. Sie hat ja Papier getrunken mit mir und ist, wie du gerade gemerkt hast, hier irgendwie ausgerastet. Warum soll die jetzt hier rein? Ja, wie? Ja, ey, aber ja, ich sag dir warum. Ich sag dir warum, weil sie sonst beleidigt ist. Und wenn sie jetzt, wenn die mit dir alleine ist, wird das scheiße ablaufen. Ich sag dir, du brauchst eine neutrale Instanz auch. Ich sage zu Tina, ey, Tina, reiß dich mal zusammen. Warum benimmst du dich gerade so?
Weißt du, ich werde dann als neutraler Schlichter dann auch agieren. Ich will jetzt kurz auf den Phil hier eingehen, was der im Chat schreibt. Was hat der Phil hier gerade geschrieben? Was sich manche hier zusammen fantasieren. Ja, genau, Phil. Was fantasierst du dir hier zusammen? Die Cashy sagt permanent, dass du sie in Ruhe lassen sollst. Beziehungsweise ist es so gegenüber uns. Sie sagt uns permanent, dass du sie nervst. Also, was fantasierst du dir zusammen, dass sie von dir belästigt werden will? Phil? Du nervst sie. Beziehungsweise, wie gesagt, angeblich wäre das so, dass sie das überhaupt nicht will, deine Aufmerksamkeit. Obwohl du ihr Geschenke schickst, die sie dann öffentlich auspackt und das mitteilt, was du ihr geschickt hast. Und sie echt? Hat sie die Geschenke ausgepackt? Ich habe das schon natürlich gesehen. Live. Was denn hier zum Beispiel? Sag mal, was denn? Hat sie Geschenke. Und das waren auch Sachen, die sie wirklich mag. Also von ja, Johnny Cash hat er ihr Bilder geschickt oder irgendwas. Und sie mochte die Geschenke. Das war gestern. Aber Tom, hol Martina auch rein. Ey. Komm, bitte. Ey. Ich hol meine Frau ja nicht rein. Die sitzt oben. Hol sie rein. Du tust dir einen Gefallen damit. Jetzt in die Luft. Dann war's das eben. Und jetzt hör auf, rumzukreischen, Tina, sondern halt sie zusammen. Ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr? Was habe ich gemacht? Fick dich mal selber. Deine Cashy-Scheiße geht uns mir hier auf den Sack. Auf den Sack schon. Ey, Tina, Tina, als neutraler Beobachter sehe ich nur, dass du Ärger machst, nicht er. Er macht doch gar keinen Ärger. Er ist ein und derselbe. Du hast dich geändert. Also schieb nicht die Schuld auf ihn, Fräulein. Ich hab das gesehen. Sie begreift das. Du Roboter übrigens. Ja. Ja, ich hab mich geändert. Nee. Das ist ganz andersrum. Ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, komm hier ab. Hau hier ab. Ich weiß nicht, wo. Das geht jetzt wirklich, seitdem wir umgezogen sind, seit 2 Monaten. In der gleichen Zeit war das Konzert und seitdem ist die völlig anders. Ja, aber diese Umkehr, so, ich weiß, was du meinst. So. Ich kenne dich als ausgeglichenen Typ. Ich wüsste nicht, was sich bei dir geändert hat. Nö, ey, aber ich sehe ja das Verhalten, wenn du sagst, was ist mit dir los? Du fragst sie ja, was ist mit dir los? Und nicht sie fragt dich, was ist mit dir los, Tom? Ja. Ich merke ja, wer mit wem wie redet. Du fragst sie ja, was ist mit dir los? Sei ruhig jetzt, wenn ich rede. Tom, du hast sie gefragt, was ist mit dir los? Das heißt, sie hat sich geändert. Sie hat dich nicht gefragt, was ist mit dir los, dass du dich geändert hast. Und das braucht sie gar nicht abstreiten mit Tränendrüse. So, sondern... Tina, reiß dich zusammen, geh pennen, morgen, anderer Tag, anderes Denk. Und schmeiß das nicht weg, sowas. Weißt du? Nicht wegen Cashy. Ich weiß nicht, ob die dir den Flo ins Ohr gesetzt hat. Denk darüber nach, Tina, falls du zuhörst. Die Worte sind keine Flöhe ins Ohr. Ich weiß nicht, die hat hier nur 2, 3 Bier getrunken, noch nicht mal 3. Ich hab dir doch gerade gesagt, dass Cashy verballert ist und das naheliegend ist, dass sie da irgendwelche Pillen oder Nasen teilen. Hätte ich das gemacht. Verstehst du nicht, wovon ich rede gerade? Hey, du willst das nicht verstehen, oder was? Wie soll sie das ihr denn zugänglich machen? Ja, du sagst doch, dass sie permanent in Kontakt sind. Hast du gerade schon gesagt? Könnte es sein, dass sie ja zusammen beim Konzert... Tom, pass mal auf. Könnte es zumindest theoretisch sein, dass sie in Berlin zusammen waren auf dem Konzert. Cashy hat ihr Kiffzeug mitgebracht. Logischerweise hat die das 100% dabei. Definitiv. Jeder kifft nicht. Bist du der ich ganz sicher? Ich hab davon nichts. Hat die da es nicht geht gesagt, nicht um Kiffzeug. Es geht um Epipillen, Ecstasy, Nase, ja. Hallo. Ja und, das hat der Cashy Uhr am Start.
Ach so, ach guck mal, hörst du, Tom? Hörst du? Jetzt weißt du, wo es herkommt. Und ich sag doch, dass Cashy seit Tagen nonstop verballert ist. Und wenn ich sage verballert, dann meine ich nicht betrunken. Verballert heißt auf Drogen und nicht auf Bon geraucht oder Tüte geraucht, sondern Chemie. Sie ist definitiv auf Chemie. Ich sehe das. Junge, ich bin nicht von gestern. Hallo. Ich weiß nicht, wo das herkommt, Sir. Der Kleine hat doch gerade gesagt, dass Cashy über sowas verfügt. Ja. Wie soll sie jetzt meine Frau hier daran kommen? Ja, du hast doch gerade zu mir gesagt, dass Cashy und Tina permanent in Kontakt sind. Wenn die sich getroffen haben. Über das Internet, Mensch. Ach so, ja, das hättest du ja sagen müssen. Ich dachte auch so, als Freundinnen so shopping gehen und so weiter. Hört doch zu. Mein Gott, wir sind doch vollkommen anders. Ja, das kann ich doch nicht wissen. Ja, das stimmt. Sie waren doch gemeinsam auf dem Konzert. Da kann doch durchaus Cashy oder Tina was mitgebracht haben. Das ist doch ein Monat. Ja, und ein Monat. Was denkst du, wie lange so LSD hält? Du nimmst nicht jeden Tag für das haben die damals nicht genommen. Die ist jetzt erst anders. So kenne ich sie nie. Ja. Sie hat heute erstmalig ein paar Bier getrunken. Seit über einem Jahr. Die ist völlig anders, so wie die sich hier vor uns benommen hat. So kenne ich die gar nicht. Das ist. So waren die auch auf dem Konzert nicht. So waren die nicht, wo ich die hingebracht habe. So waren die nicht, wo ich die abgeholt habe. Und Tom, sei doch ehrlich. Wir haben ja vor uns, ich mit Tina und dir, haben uns privat unterhalten. Hab zu ihr gesagt, Tina, mach bitte uns den Gefallen. Richte dich nur noch an deinen Mann. Ihr seid schon sehr lange zusammen. Ihr seid ja auch in einer gewissen Weise, meiner Meinung nach, habe ich das Gefühl gehabt, glücklich. Und ich sage zu Tina, lass die Cashy in Ruhe, lass die ziehen, wohin sie will. Nein, das macht ihr aber, nicht. Du kommst die nie von weg. Ja, aber es war ja nur ein ehrlich, gut gemeinten Ratschlag. Ja, na klar, dass du führst so lange aus. Das dauert alles so lange immer. Ja, weil wir es schon besprochen haben, aber die draußen wussten das noch nicht. Ja, trotzdem ist das alles zu lange, die Ausführung. Das ist alles so zähspärmisch. Hört doch mal auf. Ja, aber hier, Tom, weil Tina schreibt das hier im Privatchat, so dass sie keine Drogen nimmt, dann glaube ich ihr das. Vielleicht war es gerade die Situation wegen dem Zeichnen, dass du das so ein bisschen abgewunken hast und sie dann gekränkt ist und ein bisschen hier rumspackt wird. Ja, sie will es zeichnen. Mein Gott, sie macht Ewigkeiten. Diamond Painting, darum geht es doch gar nicht. Also ist sie seit längerer Zeit kompliziert geworden auf einmal. Nee, sie macht das halt. Das braucht viel schon Platz. Immer, wenn sie es schon immer macht, dann wundert dich doch nicht. Aber du sagst ja, das ist neuerdings irgendwie so. Seit diesem Konzert, sagst du, ist was Komisches passiert. Ja, seit diesem Konzert durch die Cashy ist ja alles komplett kaputt. Krass. So. Tina, lass dir das nicht kaputt machen. Ey, Tina, du musst auch kämpfen für deinen Macker. So, weißt du? Lass dir nicht in den Stich führen. Richtig, ich hab schon gesagt. Tina, halt zu deinem Kerl. So, weißt du? Lass dir das nicht kaputt machen. Ich habe zu ihr gesagt, trenn dich von Cashy und kümmere dich um deinen Mann. Ne, die will mich verlassen eher für Cashy. Und das war ja auch damals. Das wäre unklug, weil Cashy verschwindet mit irgendeinem Typen, dann ist Tina alleine so. Und hat es dann aufgegeben für eine Cashy. Das ist doch dumm, ey. Tina, reiß dich zusammen, ey. Komm bitte. Da sind wir uns alle einig, siehst du? Man merkt, dass Tom nichts mehr empfindet für Tina, so Suicide Bomber. Junge, du hast da was falsch verstanden. Es ist eher andersrum. Und deswegen wirke ich so und reagiere ich so. Es sei Suicide Bomber, andersrum. Weil sonst würde ich hier nicht sitzen und darüber reden. Oh,
ich hätte, ey, wenn ich den Schlüssel ja benutzen könnte, ja, Tom, wie ich melde, ja, ne, dem, ja. Wieso kannst du das nicht? Wieso kannst du den Key ja nicht benutzen, wie du möchtest? Darf ich? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber es obliegt mir ja auch nicht hier irgendwie Hand. Alle. Du hast freie Hand, also mittlerweile, es geht mir wirklich auf den Sack. Und, okay. Wir haben heute ein gutes Gespräch gehabt. Ja, sehr gut. Das war lange überfällig. Ja. Und ich kann auch, muss ich dir auch dazu sagen, was die Geschichte mit der anderen betrifft, den René-Verständer. Mhm. Das muss ich auch so klipp und klar sagen. Ja. Das kann man ja da draußen als Außenstehender gar nicht wissen. Und nicht nachvollziehen. Ist einfach so. Ja. Ich kann da nicht großartig was zu sagen, so nur dass ich kann an Tina nur appellieren, Tina, das solltest du nicht fallen lassen, wegen irgendwelchen Kleinen jetzt so, oh, der behandelt mich wie ein Stück Dreck oder wie ein Dummi. Mann, Tina, das war doch jetzt gerade eine ganz andere Situation, so, das war doch albern, ey. Warum bauschst du das jetzt gerade so auf, so? Das war eigentlich nicht so. Das war nichts Heftiges. Manchmal wollen Frauen einfach ein Drama aus dem Nichts. Die ist auf Berlin fixiert, auf dieses Konzert, wo die beiden waren. Und nur weil dieses Konzert in Berlin war, sind die jetzt tierisch auf Berlin fixiert. Und dann kam dieses Gerücht zustande, dass Cashin nach Berlin zieht, mit die Pferde. Das heißt, Gerücht. Es ist vollkommen verblödet, als würde jemand mit seinen Pferden nach Berlin. Natürlich ist das ein Gerücht. Und du, Kleiner, sagst, das ist kein Gerücht, das ist ein Gerücht. Und ich weiß auch nicht, wie das zustande kam. Das ist sowas von blöd. Aber Joe, du weißt doch gar nicht, was die Leute, die in ihrer nächsten Umgebung sind. Es gibt ja auch einen Grund, warum die da weg muss. Das habe ich dir, Tom, schon erzählt. Ja, es gibt einen Grund, warum die weg muss, ja. Das stimmt. Weg muss, aber nach Berlin. Meinst du, das ist Sicherheit mit Phil? Ey, ohne Scheiß, meinst du? Leute. Nein, natürlich ist das keine, fallen, aber, nein, ey, Leute. Nein, das ist kein. Nee, das ist ein Abenteuer. Das hör doch mal auf. Hör doch mal auf. Der ja, mit Pferde und alles darüber ziehen ist ein Abenteuer. Willst du mich verarschen oder was? Nee, die wissen das selber noch nicht, wo das hinzukommt. Der Phil kommt überhaupt nicht aus Berlin. Und es zieht auch niemand nach Berlin. Vor allen Dingen nicht mit Pferden. Eben, da ziehen nur Kanaken hin. Ey. Kamele und Kanaken und Esel und Rikscha. Ist ja nicht direkt Berlin, ist ja Umland. Idioten. Ey. Nein, da zieht man immer in Richtung Berlin. Also nicht nach Mitteldeutschland. Was die zieht aber nicht nach NRW. Die zieht doch nicht nach NRW. Die zieht überhaupt nirgends hin. Hör doch mal auf. Wieso soll ich aufhören, wenn die ihre Wohnung gekündigt bekommen hat, weil sie einen Eigenbedarf angemeldet haben? Ach echt? Ja. Ja, dann muss man umziehen. Drei Monate Zeit, Eigenbedarf, ne? Also das ist dann schwierig. Ja, weil der Sohn von dem Vermieter will ein Eigenheim bauen auf der Koppel, wo jetzt die Pferde stehen. Und das ist Bauland. Das ist schon freigegeben. Damit ihr mal Bescheid wisst. Ja. Jetzt macht das auch Sinn. Mhm. Die beiden wollen zusammenziehen, die beiden Barber. Kann sein. Aber wohin? Wohin mit den Pferden? Ins Badezimmer? Die zwei Barber wollen zusammenziehen. Wohin mit den Pferden? Phil hat sie haben es doch selber bestätigt. Sie haben es doch beide bestätigt. Er hat halt die Möglichkeit im Umland von angeblich Berlin, meiner Meinung nach, war es dort. Wer soll das glauben? Moment mal, wenn das eine naive Cashy so tut, als wenn sie es glaubt, dann ist es eine Sache. Aber wenn du das glaubst und das wirklich aufgreifst, was in Berlin, Umland Berlin? Er hat ein Anwesen mit riesen Rasenflächen. Willst du mich verarschen oder was, Kleiner? So ein Typ hat hier nichts im Dorf zu suchen, du Trottel. Du. Genau.
Junge, hast du ein bisschen Menschenkenntnis? Es ist der Stand der Dinge. Ich weiß nicht, ob es... Ach, du hast keine Ahnung, ja. Junge, du bist... Ja. War deiner Bier. Ja, komischerweise, warum erzählen mir das dann Menschen, die mit mir... Ja, wirst ja sehen, ob das passiert oder nicht. Ja, ich sage dir, dass es nicht passiert. Naja, werden wir sehen, ja, genau. Werden wir sehen. Wie lange? 3 Monate Kündigungsfrist? Alles klar, werden wir sehen. Nö, halbes Jahr hat sie. Okay, Gnadenfrist. Hm? Aber vielleicht zieht sie ja vorher um. Das könntest du dir ja vorstellen, in deiner Tikatuka-Land. Das wird nicht passieren, wirst du sehen. Ich sage es dir. Ich habe ein Gespür dafür. Und ich weiß nicht, was in deiner Birne vor sich geht. Alter, ja, du bist noch unerwachsener als Cashy selber. Vielleicht habe ich ja auch recht. Vielleicht habe ich ja recht und ihr werdet dann sagen, oh, da hatte der Kleine damals ja doch recht. Ja, aber das fällt euch dann schwer über den Lippen. Ne? Komischerweise war ich der Erste, der damals gesagt hat, die ist mit Infoliga zusammen. Und ihr habt alle gesagt, der spinnt doch. Das stimmt überhaupt gar nicht mit dem Spinner. Das wussten ja auch. Naja, keiner hat gesagt, der spinnt doch. Keiner hat gesagt, alle haben darüber sich lustig gemacht. Keiner hat gesagt, dass es nicht stimmt, weil es Klatsch und Tratsch war. Keiner hat gesagt, dass es nicht stimmt. Ich war der Erste, der das rausgebracht hat. Und ihr habt alle mich für doof. Keiner hat dich für doof verkauft, sondern es wurde bestätigt und alle haben gesagt, so echt krass. Siehste? Und da haben sie gesagt, der Kleine hat ja doch recht. Ja, die hat das schon gesagt. Nein, keiner hat das gesagt, sondern keiner hat es angezweifelt, weil Cashy bietet sich ja auch also sehr inflationär an, so ne, im Dorf. Ja, und sie hat es aber erst nach mir kundgegeben, weil ich es öffentlich gemacht habe. Und dann kam es da aus der Nummer nicht raus. Ey, weißt du eigentlich, dass der Infoliga in Kontakt ist mit Nadine und dieser Yitzi-Connection? Dadurch kam das eh schon auch raus. Und du hast nichts rausgehauen, was keiner geglaubt hat, sondern alle haben nur sich gedacht, ey, okay, das war's. Keiner hat gesagt, nee, das ist nicht wahr. Keiner hat das gesagt. Alle dachten sich nur so, okay, machst jetzt eine Runde durchs Dorf. Eugen, du brauchst gar nicht mitreden. Du warst nämlich involviert, ne? Und denk mal nicht, dass ich nicht weiß, dass du mit da drinnen hängst in der Gruppe. Also komm, verpiss dich, Junge. Ach, die Cam geht auch aus. Okay. Ja, und Infoliga hat sich ja auch einige Sachen dort geleistet. Ich glaube auch Egon eher, weil Infoliga war in dieser Meta-Ebene unterwegs bei Yitzi, in dieser Truppe da. Und da kam der Klatsch und Tratsch her. Marco, du hast da nichts geleakt. Wenn du das erwähnt hast, dann war es doch eh für alle Leute. Das war auch, die Leute waren nicht verwundert. Die waren nicht verwundert und nicht irgendwie dieses, wie du es beschreibst, Marco. Du hast ja gesagt, mir hat keiner geglaubt. Das stimmt doch gar nicht, was du jetzt gerade erzählst. Das stimmt nicht. Und ich sage dir, und merk dir meine Worte, dass sie nicht nach Berlin ziehen wird. Merk dir meine Worte, dass sie nicht nach Berlin ziehen wird. Merk dir meine Worte, laber kein Scheiße, Ruhe. Junge, du bist unreifer als sie selber. Nee, bin ich nicht. Oh doch, das bist du. Naja. Ja, wenn du so naiv bist und dich trollen lässt, dann bist du gar keiner Bier. Ja, lass dich mal schön trollen, ey, alles, Joe, was ich vorneweg euch gesagt habe, ist eingetroffen. Alles. Nichts ein, was hat nicht gestimmt. Nicht ein einziges. Ja, was meinst du denn damit? Ja, was meinst du denn? Jetzt tust du so als auf großen Prophet. Was hast du denn angekündigt? Was? Dass sie nach Berlin zieht und ich sage dir, das wird nicht antreffen. Dann werden wir sehen, wer recht hat. Du oder ich. Ja, gut, das Punkt. Ist ja Zukunft. Das ist ja Zukunft. Ja, genau, darum geht es ja, es anzukündigen. Und ich sage, du sagst, es wird passieren und ich sage, es wird nicht passieren. Werden wir sehen. Ja, werden wir sehen. Gut. Ja. Ja, das werden wir sehen. Gut. Punkt. Wir das können jetzt diskutieren, wie wir wollen. Wir werden sehen. Ganz einfach. Was hast du angedeutet? Warte mal, du hast gerade gesagt, du hast einige Prophetien rausgehauen, die eingetroffen sind. Welche Prophetien hast du gesagt? Welche Prophetien hast du denn erzählt, die eingetroffen sind? Welche? Mit Infoliga habe ich zuerst gesagt, mit Eugen habe ich es euch erzählt und jetzt. Hey, Eugen hat mit dir gar nichts zu tun, du Affenkopf! Die haben dich getrollt, du Mongo! Nee, haben sie nicht.
Ey, du glaubst auch, dass ich mit Cashy Campsex habe, oder was? Da haben sie, nein, glaube ich nicht. Ja, eben. Was hast, sie hat nichts mit Eugen zu tun. Nein, gar nicht. Du wirst denn ja, das ist doch deine Paranoia. Ja, Eugen, tanz mal hier an, erzähl, was los ist. Was hat sie gemacht mit dir? Hat sie Muschi gezeigt, hat sie Schiri gemacht, was weiß ich, Puppe gezeigt oder sonstiges? Komm hier rein jetzt. Klär das doch einfacher. Ist das immer so ein Problem, ey? Was sind die Leute hier für... Ja, aber das Duckmäuser, ist... Duckmäuser, was ist das für eine Kartoffelmentalität hier? Ja, aber die trauen sich immer nicht. Das ist denn ihr Problem. Die würden ja am Ende, wenn die das tun würden, würden die mir recht geben müssen. Und das können sie sich natürlich nicht leisten. Ey, manche Leute sind echt so Feiglinge. Wenn mir einer was unterstellt, du hast die gefickt. Und der glaubt daran, ich platze da rein und sage ihm, Junge, was hast du denn für eine Situation? Das Einzige, was sie machen können... Unterbreche mich nicht, wenn ich gerade rede. Du hast gerade geschwiegen, du verdammte Sohn. Das Einzige, was sie tun, ist dann im Chat zu schreiben, ich lüge. Aber diejenigen, die betroffen sind, die trauen sich nicht rein und sagen und machen mal eine Gegendarstellung. Warum denn nicht? Eine Gegendarstellung. Du lädst sie ein, ich lade sie ein und keiner kommt. Warum denn nicht, Joe? Hä, ich lade sie ein? Wohin habe ich sie eingeladen? Was zur Hölle redest du jetzt? Wohin habe ich sie eingeladen? Du hast doch gerade Egon gesagt, er soll reinkommen, Tacheles reden. Richtig. Und ich erwarte es von ihm, dass er jetzt hier reinkommt und den Marco sagt, dass der einfach nur Baller ist und nicht unterscheiden kann, was ist Trollerei und was ist Wahrheit. Das erwarte ich von dir, Egon. Das erwarte ich von Egon, dass er jetzt... Boah, ich würde jetzt meinen Tisch kaputt machen. Ich erwarte das von Egon, dass er jetzt hier reinkommt und den Marco sagt, dass er einfach nur Dulle in der Birne ist und nicht unterscheiden kann, wann er getrollt wird und was Wahrheit ist. Dass er das nicht unterscheiden kann. Das möchte ich hören jetzt von Egon. Komm rein und sag es ihm. Oder sag ihm, dass Keshi Schiri gemacht hat, dir Fotzenbilder geschickt hat oder sonst was. Weil dann hat der Marco recht. Was ich nicht ausschließen kann. Aber ich habe das Gefühl, so wie ich das beobachtet habe, war mein Gefühl, das ist alles eine Trollaktion. Alles eine Trollaktion, um dich einfach zu provozieren. Und du glaubst auch noch dran, dass Egon was mit Keshi hatte. Nein, ich glaube da nicht dran. Und ich möchte jetzt wissen, was die Wahrheit ist. Ob da was dran ist oder nicht. Das möchte ich jetzt wissen. Es gibt überhaupt keinen Grund. Ja, los, Egon, was ist los mit dir? Tja, du Verschwuchtelne. Siehste? Nein. Dann ist es auf immer Duckmäuschen. Wenn die Wahrheit vielleicht will er dich in Ungewissen lassen und das ist eine Qual für dich. Nee, Moment. Weil du ja dran glaubst, ja. Und damit hat er ja wieder gepunktet, weil Moment, du dran glaubst. Ich weiß es ja. Aber ihr müsst daran. Ihr müsst aber was weißt du? Moment mal, du hast gesagt, du weißt es. Warte doch mal. Nicht durchreden. Du hast gesagt, du weißt es. Du weißt also, dass Egon was mit Keshi hatte. Das weißt du. Ja. Was hatte er denn mit dir? Das sagst du mir jetzt mal bitte. Nö, das sag ich dir nicht. Das kann er so. Ach so. Ja, was hat er denn mit dir gehabt, dass er bei ihr im Chat geschrieben hatte, hallo Keshi? Oder was? Was hatte er mit dir? Nein, die haben sich schon getroffen. Ach so, die haben sich getroffen. Das glaube ich sehr, sehr wenig. Das glaube ich nicht. Ja, ist schön, dass du das nicht glaubst. Okay, wenn es so ist, dann bin ich echt überrascht. Aber es kann sein, dass es so ist. Aber ich glaube nicht daran. Doch. Es kann sein, dass es so ist. Und ich möchte das von Egon hören jetzt. Jetzt komm hier rein. Dann, ja, Egon, komm mal rein. Selbst Keshi hat das selbst geleakt, ne? Ja, tatsächlich. Naja, wundert mich nicht, dass Egon da immer so ein bisschen so einen auf harte Nummer macht, aber den Schwanz einzieht, wenn es
Einfach nur um Klartext geht, verstehe ich auch nicht. Ja, aber am Ende. Ja, Egon, ey, ohne Scheiße, da kann ich auch nur Scheibenwischer an dich geben. Kein Wunder, dass du da alles. Und da bin ich immer das Arschloch, der immer lügt. Ne? Das ist kurios. Ne? Aber ja, aber das heißt nicht, dass du die Wahrheit gesagt hast, wenn er nicht reinkommt. Vielleicht will er dich einfach nur zappeln lassen. Vielleicht will er auch dich zappeln lassen. Ach, ich scheiße, weil ich bin schaulustiger, du Idiot. Na, jetzt bin ich wieder Idiot, das ist klar. Ja, natürlich, ich bin schaulustiger. Was mich zappeln lassen, ich bin schaulustiger. Ob er da ist oder nicht, ich sehe doch deine Qual. Ja, ja, dann musst du doch selbst entscheiden, wem glaubst du jetzt mehr, mir oder Egon oder wem auch immer. Warum Egon? Egon hat da nie drüber geredet und ich glaube da nicht daran, dass er sich mit Cashy getroffen hat. Ich glaube da nicht dran. Du glaubst daran? Ich glaube nicht. Ich sage, das muss Egon klären und Cashy. Die müssen hier Rede und Antwort stehen. Egon sollte, sei ruhig, nicht in mein Wort reinfallen, du Missgeburt, du. Nicht in mein Wort reinfallen, du dreckige Missgeburt. Das ist genau so, wo ich damals... Du willst das wieder erzwingen, dein Laberababer, ja, ja. Du dreckige Missgeburt, du Ekelige, du Missgeburt, du. Bist du ein ekeliger Hundesohn, ey. Mann, ich hab dich so kaputt, Und am Ende habt ihr alle... Halt die Schnauze mit deinem Tonfall, Alter, ich will so Kubaner hatte mal wieder recht. Genau, ja, so da hast du recht gehabt. Halt die Schnauze, du dreckige Missgeburte. Ich durchschaue deine Psychospiele. Viele nicht, ich durchschaue deine Psychospiele, du dreckige Missgeburt. Hast du mich verstanden? Du kannst mal weniger saufen, dann würdest du mal vielleicht intelligenter reden. Ja? Was saufen, ey? Die Leute sammeln dir das Pfand hinterher nach, weil du das überall ins Gelände rumwirfst. Das wurde mir erzählt. Egon ist in 5 Minuten, der ist schon 5 Minuten im Vorraum, also los. Ja, alles klar, viel Spaß dann, du Missgeburt, du Dreckige. Ja, was denn? Jetzt knallt's gleich. Du dreckiger Bastard, wärst du jetzt vor mir, ich würde dich aufessen. Ich würde es gar nicht machen. Missgeburt, du, was würde ich nicht? Junge, würdest du mich so ankräfsen jetzt gerade, ne? Deinem Schwachsinn, Alter. So kannst du mit einem Kind reden, was du verführst, nicht mit mir. Hast du mich verstanden? Ich rede mit dir überhaupt nicht. Merk dir das, dreckige Missgeburt. Sei froh, dass du weit von mir wohnst. Sei froh. Ich will dir Texischer Banks wird dir... Du brauchst keine Angst haben, ich werde dich antanzen. Ey. Junge, bei dir sind Leute angetanzt, das ist René zum Beispiel. Junge, du hast dir in die Hose gekackt, der Unglaublich. Weißt du, wenn du zu viel Drogen nimmst, Joe, na, dann hast du irgendwie Gehirnschwund. Jetzt wirst du warte. Hoffentlich hat Egon die Cashy gefickt. Hoffentlich. Ja, und hoffentlich. Wo ist das Problem? Die kann jeder ficken. Tja, ist doch schön für dich, oder? Freut dich doch, oder? Mir ist es doch egal. Ach, das ist dir egal. Okay. Ja. Dann lass sie doch ficken und hör auf, sie zu stalken. Ich stalk sie doch noch, ne? Ich bin hier bei mir. Nein, überhaupt nicht. Mein Tom. BMT, wer das ist meine Schwester? Ich würde dich töten. Ganz einfach. Wer ist dein Rumgelaber hier im Internet? Junge, ich würde dich so fertig machen, Alter. Du wirst keinen Mucks machen, ne? Keinen Mucks würdest du jemals. Jetzt muss ich hier auch noch rumwischen, ne? Wegen dir, Missgeburt, du Dreckige. Mit deinem Tonfall, Alter. Ich würde dich so. Sie sind alle im Vorraum, aber redet ihr da nicht da? Ist unser Tom. Wieder da? Ja, du hast einen Haufen Gäste im Vorraum angeblich. Ich hab einen im Vorraum. Ja, lass mal Egon rein. Ist das Egon? Ja, das hat er geschrieben, aber es ist, weiß ich nicht. Ja, du kannst ja groß machen und testen, ob er es ist. Was? Moin, ich bin schon. Keine Sorge. Moin. Ja. Sehr gut. Ja, moin. Ach, Kubanti, was erzählst du wieder für Lügengeschichten? Ich erzähle überhaupt keine Lügengeschichten. Ich erzähle nur, was Cashy mir intern gesagt hat. Ja, zeig mal irgendwas. Hast du irgendwas? Du speicherst doch sonst alles ab.
Screenshots, nee, wieso, Aufzeichnungen, wieso, Telefonate, du, alles. Schon alleine die Frage an. Richtig, du speicherst alles ab. John, du sagst, Cashy hat es dir gesagt, beweise es, dass Cashy gesagt hat. Nein, kann ich nicht. Du es. Kann ich nicht. Ach, das ist privat. Auf einmal ist es privat. Vorhin konntest du noch sagen, dass sie Eigenbedarf angemeldet hat. Das konntest du noch droppen, wa? Ey, Egon, hier hoch mal zu. Habt ihr euch getroffen oder habt ihr euch nicht getroffen? Ich bin tot, Egon, wenn du wüsstest, Mann, dein Kopf ist abfallen. Nee, Joe, du hältst jetzt mal deine... Frei aus diesem Kopf machen. Du hältst jetzt verdammt nochmal deine dumme Schnauze. Du, ich muss mich zusammenreißen, ich mute mich. Du gehst raus. Nee, du gehst raus am besten. Ich will jetzt mit Egon reden. Stimmt das? Ja, und das tust du. Du redest mit ihm jetzt. Und das klärst du jetzt. Fragen, du Schwachkopf. Also erstens, du lügst bewusst, das steht fest. Und zweitens fällst du auch noch auf jede Trollscheiße rein. Also du bist richtig weich in deiner Waffel, Junge. Ich bin weich? Warum? Hast du jetzt die Antwort auf meine Frage gegeben? Habt ihr euch getroffen oder nicht? Das habe ich dir gerade gesagt. Du fällst auf jede Trollscheiße rein, nee, die weich in der Waffel. Außerdem würdest du nicht wollen, dieses Gerücht hast du, einfach reingesetzt. Nein, du hast das weder verneint noch bejaht. Du hast nämlich gar nichts gesagt dazu. Ja, natürlich. Warum solltest du geistigen Schwachsinn, den du verbreitest, auf Stellung nehmen? Weil du dich ertappt fühlst. Ertappt auf was? Egon, sag ihm, ob du dich getroffen hast mit ihr oder nicht, weil er wird darauf sonst rumeiern. Sag ja oder nein. Nicht hier dieses, der ist auf Trollaktion reingefallen. Ja oder nein? Hast du dich mit ihr getroffen? Nein, ja oder nein? Siehst nein, habe ich nicht. Keiner? Keiner hat das geglaubt. Keiner hat das geglaubt. Das war so eine billige Trollaktion und der reitet darauf rum. Keiner hat das geglaubt aus dem Dorf. Keiner. Keiner hat das geglaubt. Marco, warum erzählst du so viel Scheiße? Du hast behauptet, die Cashy wäre nach René mit dem Post. Die Cashy, halt doch dein Maul. Die Cashy wäre nach René mit dem Post zusammen gewesen. Warum laberst du dazwischen, wenn ich rede, hast du dein Maul zu halten, Idiot? Aha, lass euch doch mal. Genug gebabbelt. Keiner will deinen Schwachsinn hören. Nochmal, nach René hast du behauptet, es wäre der Postbote gewesen. Adam ist in Streams gegangen und hat das als erster gedroppt. Und hat von mir einen Anschiss bekommen und von jedem. Also erzähl dir keine Lügen, du Spinner. Und Adam hat keiner geglaubt, bis es dann offiziell von beiden rauskam. Du meinst Infoligo? Ja, na sicherlich, du Lügenmaul. Ja, aber du hast damit gar nichts zu tun gehabt. Ich habe doch von Anfang an gesagt, dass die zusammen waren. Du hattest keine Ahnung. Du hast gesagt, die wären mit dem Postboten zusammen, du geisteskranker, kleiner, aaliger Freak. Richtig, gib ihm warum auf den Schwanzkopf, Alter. Nee, der hat eigentlich gesagt, die ist mit Dings zusammen. Das hat er vorausgesagt und das wurde von allen bestritten, aber er hatte schon dabei recht. Das war schon so. Richtig. Wer hat was bestritten? Dass sie mit dem bestritten. Das hat keiner bestritten. Das gab doch Klatsch und Tratsch. Nein, aber kein Scheiße. Doch, Moment, nicht ausweichen! Gemacht. Nicht ausweichen, nicht ausweichen. Der Kleine hat gesagt. Die ist jetzt mit dem Bäcker zusammen, habe ich gesagt. Das ist natürlich alle für doof erklärt. Der reicht nur aus, aber der Kleine hat doch gerade gesagt, dass die Cashy sich mit Egon getroffen hat. Am Ende ist raus, am Ende, ja, hat sie sich auch. Junge, ich war noch nicht mal in die Nähe von irgendwie Mitteldeutschland oder Sachsen oder Chemnitz oder Sachsen-Anhalt, scheißegal. Alter, als wenn Egon sich mit Cashy treffen würde. Mann, ey, Kleiner, bist du Dulle in der Birne? Was ist denn los mit dir? Bist du Dulle in der Birne, Freundchen? Der glaubt ja auch, die zieht nach Berlin und alles, dem kannst du alles... Ja, eben, ey, voll kaga. Mit dir fährt nach Berlin. Und sowas Beziehung führen mit ich frage mich, wer hier reicht, die Greifer ist, die Cashy oder er? Ich freue mich auf den Tag. Da scheint irgendwas ganz anderes in der Luft zu liegen, was diesen Phil und Cashy betrifft, weil ich kann das hier offiziell sagen, Tina und ich, wir haben uns gerade getrennt. Sie hat wahrscheinlich irgendwie Ausweichmöglichkeiten. Das hat mit Cashy zu tun?
Ich weiß nicht, was das inwiefern mit dem Filz. Ey, wenn Tina das jetzt macht, so, ne, dann werde ich sie haten dafür. Diesen Billigruf. Tina, du gehst. Trägt gerade eine Nacht drüber. Irgendwas Komisches irgendwie gesagt. Und das ist auch wieder. Also die Cashi und die Tina, die waren auf diesem Konzert und seitdem ist ja alles anders. Tina will jetzt ein bisschen Drama und. Ey, komm, Tom, du weißt, wir Frauen manchmal sind. Was Tina, reiß dich mal zusammen. Und nein, es geht jetzt um was anderes. Dass der Kleine sich einbildet, tatsächlich, dass Egon sich getroffen hat mit Cashi. Das ist so dulle, Alter. Das war so eine plumpe Trollaktion. Ich weiß nicht, wer die erfunden hat. Das haben irgendwelche Leute dann geschrieben. Ja, Egon mit Dingens mit Cashi. Wenn Egon sich mit der getroffen hätte, könnte der viel mehr über sie berichten. Egon hat einen gewissen Stolz, weißt du, und der Cashi ist natürlich gewachsen. Der hätte das auch festgestellt, was mit der nicht stimmt. Man hat das vielleicht was. Dazu braucht es die nicht zu treffen, um zu sehen, was mit der nicht stimmt. Vielleicht nie nachvollziehen können, aber das ist wirklich total krass, was die alle betrifft. Die ist echt wie das nicht. Marco, du. Degenerierter Spinner, nicht jeder Mensch, nicht jeder Mann. Wobei dich als Mann, du bist kein Mann, du bist ein Junge, hängen geblieben. Ja? Aber es gibt Männer, die haben Kriterien, die haben Werte. Glaubst du, ich fange mit irgendeiner Alten was an, die was mit Infoliga hatte, mit dem ich befreundet bin, du kranker Freak. Du Stück Scheiße. Ach, hast du eigentlich gewusst, was Infoliga danach noch abgezogen hat, Egon? Ist doch scheißegal, was er abzieht. Er sagt, er redet von sich, dass er mit sowas nichts anfängt. Ja, ich würde es ja auch nicht machen. Ich würde mit Cashi nie was anfangen. Nie. Erstens, weil sie für mich ein kleines Kind ist geistig. Und ich hätte keinen Bock, ein Kind zu erziehen. Sie ist geistig ein Kind. Stagnierend. Die ist nicht doof, ne? Die ist... Mir geht es um den Geisteszustand. Ne, Moment, was ist sie? Willst du sagen, die ist ein Golddigger? Also eine Frau, die... abzockt ihre Typen, oder ist das für eine Andeutung? Aber nur, also nicht finanziell. Emotional. Ja, genau. Ja, also so wie jede Frau eigentlich. Ja gut, aber sie macht das, ich weiß gar nicht, ob sie das bewusst tut, aber sie tut das mit Effizienz. Nein, die ist, die hat... Man, sie ist nie erwachsen geworden, hallo. Die ist zurückgeblieben auf einer Altersstufe und die hat Borderline und so ticken die halt, oder keine Ahnung, ne? Das sind Aufmerksamkeitsjunkies mit Stimmungsschwankungen, die kannst du dir nicht ausdenken. Da kommt aus dem Mix, erzeugen die Drama und Stress. Ja. Und du stehst da mit offenem Mund da. Gibt's sowas? Ist das sowas? Ist sowas bekannt? Also mir bisher nicht. Also irgendwann muss ich dir sogar recht geben. Natürlich ist das bekannte Beobachter Cashi und dann siehst du dieses Phänomen. Also, beobachte, erkenne ich sowas auch. Ah. Das Problem ist, dass meine Freundin darauf anspringt. Ja, weil sie das nachäfte, dieses schlechte Beispiel, dieses schlechte Vorbild. Ja. Ich weiß nicht, was Tina jetzt, komm, Tina will jetzt ein bisschen Attention. Also, ich weiß nicht, ist die auf irgendwas drauf, aber ich kann dir sagen, also, beziehungsweise ratschlagen, ich weiß, du willst sei cool, erwähne es nicht, sei lass cool, lass abperren, ja. Teflon-Effekt. Mach den. Ich sag dir, es gibt für mich da eigentlich nur eine Möglichkeit. Wenn sie weiter eine Beziehung mit dir will, wird sie es so oder so machen. Gib ihr einen Arschtritt. Wenn nicht, sie wird schnell genug sehen und schnell genug zurückkommen, glaub mal. Er braucht ja keinen Arschtritt geben. Das wäre nicht gut jetzt. Sondern einfach das sagen lassen, was sie da sagt und ankündigt und nicht drauf eingehen. Tom. Ganz einfach, du tust jetzt einen Fehler, aber du gibst jetzt Futter. Ihre aktuelle Lage kann ich gar nicht nachvollziehen. Weil die entsteht nicht durch unsere Beziehung. Mhm. Das ist was anderes, der ich sag mal, unstabile Faktor. Cashi lebt ein unstabiles Leben und das färbt. Wer weiß, wie sie Tina angefixt hat mit den Müllgedanken. Und Cashi hat auf dem Konzert hat Cashi am wenigsten Drogen genommen. Mehrere Sachen werden denn die aus drehen.
Ja, wobei ich mich dann frage, wenn die ganze Zeit, also seitdem ich sie hier das erste Mal gesehen habe, hat die meistens getrunken und dann hat die, habe ich natürlich mitbekommen, hat die ab und zu da ihre dreckige Bon geraucht. Hm? Ja. Aber seit neuestem scheint die andere Mittel zu nehmen. Das heißt, wer finanziert denn diese andere Mittel? Wo kommt denn da der Lieferant oder die Quelle her? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe die Befürchtung, dass Tina es sogar weiß. Und ich denke da mal an jemand, der komischerweise, seltsamerweise, aktuell in letzter Zeit öfters präsent ist. Ja, wir haben auch schon. Keine Ahnung, wer das herkommt und was das soll. Sei leise. Kannst du mir mal erklären, ich finde das durchaus komisch, das wurde nicht so aufgearbeitet oder ich habe das verpasst. Es ist doch sehr verwunderlich, wieso leitet Cashy in einer Telegram-Gruppe zu einer Sendung, was sie nie macht, noch nie gemacht hat, meines Erachtens, also ich habe das noch nie gesehen, ein Link zu Nature 23. Sorry, ich finde das irgendwie extremst merkwürdig. Ja, Adam da behauptet hat? Das hat mir Uhr zu denken gegeben. Das muss ich ehrlich sagen. Da ist was also dran, Egon. Ja. Das habe ich gesehen. Ja. Ich finde das halt äußerst merkwürdig. Schwede. Wow. Das war mir echt. Was für eine Freakshow hier, oder? Und du bist da. Wie heißt der nochmal da, der auch bei Itzi mal ist? Dieser Ach, man sollte das vielleicht gar nicht so ausdrücken. Wie heißt der nochmal? Die harmoniert auch mit Naflo, genau. Naflo, das richtige Missgebot war. Piss dich einfach. Du hast da, du dreckiges Würstchen, ey. Junge Tampon, du. Wollte ich nur mal loswerden, entschuldigen. Raflo, du Tampon. Aber Kubaner, du glaubst auch, dass dieser Phil also auch ein Philanthrop ist, ja, also mit ordentlich Zaster und Kampfsportler und was weiß ich nicht alles, das glaubst du auch alles sofort. Ich meine, das kann ja sein, aber du glaubst das ja sofort direkt anscheinend. Ja, eben, ey, übelste Trollaktion, glaubst du? Nee. Doch, du glaubst das wohl, du glaubst daran, dass sie nach Berlin zieht. Das ist eine Unterstellung. Ja, auf den Rutsch. Ich glaube eher, das ist ein Troll. Meiner Meinung nach ist es ein komischer Troll. Auch kein sehr lustiger. Nee. Was allerdings stimmen könnte, ist das mit dem scheiß Taekwondo oder wie der Kampfsport immer heißt. Ich habe gar keine Quatsch. Ahnung davon. Ist mir wurscht. Da macht sich hier einen tierischen Spaß. Ich denke eher, der verarscht die. Ja, das ist alles Verarsche. Ja, wirkt halt extrem seltsam auf vielen Ebenen. Das kann man nicht leugnen. Und der könnte in verschiedene Trollecken kommen. Aber wie gesagt, ich kann mir keinen reinmachen, warum sie auf einmal Nature 23 verlinkt. Die hat keine Ahnung davon. Ich bezweifle, dass sie jemals Nature 23 konsumiert hat. Und komischerweise, der Typ, dieser Phil, der redet so wie diese Typen da, die sich bei Nature rumtreiben. Also das, ich meine jetzt nicht das Religiöse, sondern von der Sprachrhetorik her. Ja, das ist ein Wehr. Der Typ ist ein Wehr. Das haben wir aber... Ich würde ihm ich werde niemanden in den Rücken fallen. Egon, ich habe ja, ich hätte ja jetzt mal einen Vorschlag. Oh Mann, wenn der Phil noch anwesend ist, ja, er hat ja vor uns geschrieben, er kommt nur rein, wenn ich rausgehe. Ich würde ihm jetzt anbieten, was das also soll. Phil, hörst du? Ich gehe jetzt hier, also wenn du hier noch schreibst, ja, ich würde mit reinkommen. Das weiß ich nicht. Da würde ich sogar freiwillig rausgehen und könnt ihr ihn mal direkt fragen. Ach, der ist nicht mehr im Chat. Also, ich werde ihn nicht verhören. Ganz einfach. Nee, du musst die Leute einfach. Ja, aber ich kann mir weiß auch, wie das sich ausdrücken muss. Ich würde gerne wissen, das Ding ist. Aber ist ja gut, Kubanski. Verdammte Scheiße. Egon vielleicht mal die eine oder andere Frage mal stellen würde. Das denke ich. Ja, Kleiner, du weißt ja, dass Egon die Cashy gefickt hat, ne? In deiner Fantasie. Alles.
Vaginal, Anal, Kleiner, du überall. Bist unmündig. Sei lieber ruhig, Kleiner. Sei ruhig, mute dich. Jo, geh du raus. Du bist unmündig. Glaub mir das. Du hast nichts zu melden hier. Der Morgoth, der hat... Mal sagen, komm, ich habe mal eine Frage. Du hast vorhin sowas Lustiges gesagt, das habe ich noch halb so mitbekommen. Hast du da einfach nur einen Scherz gemacht, weil der Typ dir auf den Sack geht? Oder ist da was dran, dass er das wirklich gesagt hat mit, ja, ich finde auch den Film Barbie cool und irgendwelche bescheuerten Computerspiele? Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Was? Ja, das kannst du ja direkt einen Tom fragen, weil der ist da mehr involviert mit dem Sims. Ja, ich habe doch Tom gefragt, Alter. Er hat ihn doch gerade angesprochen, den Tom. Warum? Ja, das ist Junge, hörst du überhaupt zu? Wer gefragt ist, nicht du. Kleiner, geh raus. Geh raus, du bist eine Schande. Geh raus. Gut, sofort. Du hast jetzt was gesagt. Nein, er geht nicht raus, Joe. Schmeiß den Joe raus. Ich wollte ihn nur trollen, weil er hat sich so zum Idioten gemacht. Er hat geglaubt, dass Egon die Cashi gefickt hat. Sag mal, der ist doch Bulle in der Bier. Ich lasse mich nicht von so einem Kanacke hier bevormunden. Ja, ist gut jetzt. Joe, du hörst jetzt auf. Aber der Egon... Ja, ich meine bloß, wenn er das gesagt hat und du hast vorhin keinen Spaß gemacht, aber man hat ja gemerkt, du bist schon angepisst wegen dem Typen, wieso auch immer. Aber ich habe noch keinen Typen gesehen, der so dermaßen durstet, so sich die Eier abklemmen lässt und so dick aufträgt. Deswegen ist halt alles mega seltsam. Ich meine, nicht mal Infoliga hat sich so die Eier abklemmen lassen von der Alten. Ja. Das wird schon was heißen. Schreibt irgendwas Cooles. Ach, Cashy ist jetzt auch da. Gucken wir mal an. Okay, Cashy. Marco, ich habe dir vorhin zwei Videos geschickt. Das ist Aufregung pur, wenn Cashy jetzt da ist. Ja, hallo. Wenn sie die Bedingung hat, dass der Kleine rausgeht, ich möchte eigentlich, wer mir ist am liebsten, wenn ihr das untereinander klärt, was da bei euch da alles abläuft. Ich weiß nur, dass Egon, ich habe eine gewisse Menschenkenntnis und ich war mir immer sicher, Egon hat nichts mit Cashy. Das ist meine Menschenkenntnis, weil ich ihn kenne irgendwo, ganz wenig, aber ich spüre, wer Durster ist, der alles fickt. Egon ist keiner, der über sowas steigen würde. Ganz einfach. So, Cashy, du hast ja gesagt, du hättest mit dem Besuch beim Kubaner nichts zu tun. Ja, und Tina hat wirklich gesagt, ich hätte sie geschlagen. Das stimmt. Und Peschi hat gesagt, sie hätte mit dem Besuch beim Kubaner nichts zu tun. Ich habe hier Aufnahmen von der Dashcam. Die nimmt den Ton auf. Marco, ich habe dir das vorhin schon geschickt. Ja, ja. Da ist zu hören, wie Cashy darüber redet. Mhm. Könntest du das mal bitte einspielen? Nur damit wir mal hören, welchen Charakter die Cashy hat, welche Verlogenheit. Weil du hast mir in meinem Chat angedeutet, du hast Dashcam-Aufnahmen, dafür kam der Kleine und hat mich gefragt, worum geht es gerade mit? Sinterheiß-Videos. Was? WD40 bin ich. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Kannst du diese Audio... WD40, das sind unsere Kommentare oder unsere Gespräche auf dem Weg zum Marco. Und wie Cashy das angefeuert hat, dass wir zum Marco fahren. Sie wollte dir aufs Maul hauen, Marco, wegen Geld mit dir reden. Aha. Und danach hat sie gesagt, sie hatte damit nichts zu tun. Interessant. Ja, Cashy, was sagst du dazu, Fräulein? Fräulein, unschuldig. Namen. Ja, Cashy, was sagst du dazu? Willst du das Dorf hier verarschen? Also irgendwie, Cashy, ich bin Opfer, ich bin so scheinheilig. Und Cashy, wir liegen die Aufnahmen jetzt vor. Ich habe sie natürlich runtergeladen. Ja, es ist sehr interessant, dass ich auch mal hier Charakter-Statements kriege. Also dann und Beweise, ja welche Charaktere hier unterwegs sind. Kannst du dich ja mal gerne dazu äußern, Cashy? Hm? Wie sieht's denn aus?
Sie war mit Tina auf dem Konzert und danach ging das ja los. Ich verstehe nicht, was diese Lachsmilies sollen. So, soll das kaschieren, ja, dass sie überführt wurde? Ist überhaupt nichts lustig. Ja, ich möchte wissen, warum da Lachsmilies sind. Was ist das für ein psychologischer Move? Spiel das ein, alter Schwede, ich will da reinhauen. Ne? Obwohl, das ist ihr typischer Move, den sie immer bringt, weil sie eine sehr unsichere Person ist und dann kichert und lacht sich, nichts Neues. Ja, genau, das, dieses Verlegenheitslachen, das kennt man aus dem asiatischen Raum. So, ja, aber, genau, das ist es. Aber Egon, du musst... Ja, Cashy, was sagst du dazu, dass du überführt bist mit Aufnahmen? Eben, Egon, du musst... Wird hochgeladen, ja, das geht jetzt steil. Egon und Urchu, ihr müsst mal eins bedenken, wir haben ja keine böse Absicht, das hatten wir nie vor. Aber ich meine, wir müssen über Tacheles reden und dürfen. Und wir müssen das auch dürfen. Und ihr könnt nicht immer von uns direkt davon ausgehen, wir lügen oder wir haben da nichts irgendwie, wir sind der treibende Kern. Nee, andersrum ist ein Faktor. Sie ist diejenige, die dann hier agiert und provoziert. Ja. Sie provoziert, nicht wir. Und man hat damals den René nicht ganz nachvollziehen können, wenn der hier ausgerastet ist. Jetzt, wo ich die Cashy auch leider Gottes kenne. Klar, sie hat mich ja auch versucht auszuspielen mit diesem Bruder-Move. Und ich habe gesagt, lass das jetzt sein mit diesem Bruder-Move, weil ich wusste, dass dann René ausrastet und der Kleine. Ich hatte die als Feinde. So, weil sie sagten, oh mein Bro, Joe. Und ich denke mir so, ey, übertreib mal nicht. Voll halt. Ja, genau. So, und sie ist jetzt dran schuld, dass Tina vollkommen freidreht und dass unsere Beziehung kaputt geht. Ja, super, Cashy. Das reicht nicht, dass du daneben kaputt machst, jetzt zerstörst du auch noch irgendwelche Beziehungen. Super, Cashy. Wow. Wer hat dir das denn beigebracht? Reicht es nicht, dass du dein Leben zerstörst? Warum fuchst du in die Beziehung von Tom und Tina rein? Das ist voll der Scheiße. Das ist Schweinerei. Ich meine das ernst. Das ist eine Schweinerei. Weil ich kenne diese Sabotagen von außen. Und dann fragt man sich so, ey, was passiert hier gerade? Cashy, warum machst du das kaputt alles? Ja, weil sie selber mach dich selber kaputt, nicht die anderen auch noch dazu. Sie ist selber nicht fähig, eine Beziehung zu führen. Wir hatten ja Hall. Naja. Was heißt überhaupt? Ja, los, Cashy, komm hier rein. Nicht irgendwie rumeiern mit Smileys. Ich hab dir gesagt, ich wäre hinterlistig. Außerdem, wenn die da schon sowas schreibt, dann soll die irgendwie was Genaueres schreiben. Ich hasse sowas, wenn Weimar immer schreiben, der hat sie geschlagen oder so, Alter. Was heißt schlagen? Schlagen kann auch am Arm packen heißen. Und gab es einen Grund, vielleicht? Ich war hier mit Tina. Das erste Mal hier unten im Keller, wo ich jetzt sitze. Ich war besoffen. Bei ihr im Stream. Mit Tina. Und Teufel ging mich blöde an. Und ich wollte gegen Teufel irgendwas sagen, obwohl das gar keinen Sinn hat, weil, was, lass den Teufel quatschen. Da sind wir offline gegangen. Weil sie hat mir gesagt, ich darf gegen Teufel nichts sagen, weil das die Cashy halt so wollte. Und ich bin rumgeflogen. Ohne Scheiß. Und im Nachhinein, nächsten Tag habe ich gehört, ich hätte Tina geschlagen und geschubst. Wo ich mir dachte, hä? So was würde ich doch nie tun. Aber warum empört sich Cashy darüber und Tina nicht? Ja, weil die da das eingeredet hat. Okay, ja, Moment, ja, ich verstehe schon, Moment, was sie da Moment, tut. Also du weißt davon noch nicht mal was. Nee, gar nicht. Ich weiß wirklich davon nicht. Ja, und Tina anscheinend auch nicht, weil Tina hat das nie kritisiert. Aber ein Ohren vorgeplant. Ich hatte ja noch nicht mal irgendwelche Blessuren oder einen Kratzer oder was weiß ich was. Ihr habt. Nein, es war nur ein Schubsen und dadurch ist sie gegen den Schrank, der hier steht, irgendwie gefallen und irgendwas. Und das hätte ich wohl provoziert. Und ja. Genau, das ist, was ich meine. Wenn die Weiber da schreiben, schlagen und dann ist es am Ende ein Schubsen, Alter. Immer dieselbe Scheiße. Ja, hat sich Tina darüber beschwert, warum beschwört das diese Cashy? Hallo.
als würde ich die kleine Frau hier, die ich so liebe und seit über 2 Jahren mit der zusammen bin, schlagen. Komm, doch, das hier. Das habt ihr vor Kamera gemacht in eurem Sexspiel. Ja, es war, ne, das war hier im Keller nicht. Aber im Sexspiel, so, das ist doch, ey, Tom, du fällst rein auf diese billige Masche. Warum hat Tina nie was dazu gesagt, sondern Cashy muss das aufgreifen? Warum? Sie zerstört. Ey, Cashy, lass. Du stehst vor mir jetzt gerade wie ein Dämon. Ich bin ein Dämonjäger, Fräulein. Die Tina glaubt das seitdem selber, dass das so gewesen sei. Sie hält mir nach wie vor, ich hätte sie geschlagen. So was würde ich nie tun. Unfassbar. Was soll das bringen? Muss ich nicht ausdenken, so ein Scheiß. Ein Jahr lang habe ich nichts gesoffen. Ein Jahr. Nein, Brieftaube, du merkst nicht das perfide Spiel, was hier abläuft. Natürlich gibt es Gründe fürs Schlagen. Tina und Sachsenbaum. Respektloses Verhalten, angespuckt werden oder selber handgreiflich extrem werden. Natürlich, man muss sich auch nicht alles bieten lassen am Ende. Machst jetzt wieder einen Fehler so. Pass mal auf, Brieftaube, dass du das aufgreifst, ist schon mal ein Fehler, weil du merkst gar nicht, was für ein perfides Spiel hier gerade abgeht. Sachsen, Tom und Tina, die haben auch, ich sag mal, heftigen Sex, da ging es auch um Würgen, Schlagen, warte, er redet nie, ich bin dein Anwalt, verstehst du? Okay. So, warum greift das Cashy auf und Tina selber nicht? Das heißt, Cashy pflanzt der Tina ein Floh ins Ohr. Wie kannst du dir das gefallen lassen und so weiter? Tina hat darüber gar nicht nachgedacht. Und das war eine Situation, okay, die ist dann, ich habe das nicht gesehen, so, aber wenn es so passiert ist, du hast sie weggeschubst, dann. Ja, Martina hat sich nie darüber beschwert. Seit dem Kontakt mit Cashy anscheinend wird da drauf rumgerissen. Ja, weil ihre Beziehung gescheitert ist mit den Plänen und da ist da umwürgen gegen und schlagen. Man merkt doch sofort, dass es so ein scheiß Strohmann ist. Ja, ist es so. Nein, das ist aber auch Zerstörung, Egon. Zerstörung. Warum will sie das Tina jetzt ins Ohr pflanzen? Warum? Cashy, warum tust du das? Bist du behindert oder was? Machst du das? Du stehst gerade vor mir nicht gut da. Ich sag es dir. Ist mir scheißegal, wie alt du bist. Aber du darfst kein Dämon sein. Seist du 23 oder 45? Ist mir scheißegal. Was sie für einen Scheiß schreibt. Also sperrst du sie jetzt ein? Was ist denn das für ein Scheiß? Ach so, sowas schreibt sie da gerade? Ja. Okay, sie hetzt jetzt gerade Tina auf. Ah, ja, genau. Das macht die die ganze Zeit. Ja. Seit dem Konzert. Und ich sage, das ist noch nicht mal eine Freundin für dich. Ich sehe das, ey. Glaub mir, Cashy, du bist ein junges Mädchen. Ey. Die Cashy ist Leute, nicht wir eine Freundin von Muster. Tina. Sie gibt ihr das noch vor. Du meinst ja. Was? Ja, ich habe es nicht richtig verstanden. Jetzt kapiert. Die Cashy ist nämlich von niemandem irgendein Freund. Die ist einfach nur bösartig. Es gibt hier manche Weiber, die meinen, die können jeden haben, so, aber das sind Trugschlüsse. Die Leute, ich bin einer davon, der sofort erkennt, was ist schlampig, was ist eine Frau, die meint, jeden haben zu können mit irgendwelchen Rumgeschleime. Ich fall darauf nicht rein, sei korrekt zu mir. Und wenn ich sehe, dass du einfach nur eine Schlampe bist, dann wirst du wie eine Schlampe behandelt, Fräulein. Merkt ihr das? Das war ein schlechter Schachzug, Cashy. Nicht wohlbedacht. Ja, wie gesagt, auf WD40 die Gespräche aus unserem PKW. Cashy hat ja gesagt, sie wollte ja gar nicht zur Woche hin. Sie war einfach dabei. Adam hat die richtige Frage gestellt, warum hat Cashy nichts dagegen gesagt?
die Videos, die hochgeladen werden, da kann man hören, was Keshi tatsächlich gesagt hat. Sie hat es nämlich angefeuert. Ja, wir fahren jetzt zu dem Kubaner, da klingel ich denn raus, dann haue ich den aufs Maul und rede ihm an wegen Geld oder irgendwas. Kubaner, hörst du? Hörst du? Also war es nicht die Idee vom Tom, sondern von Keshi. Und dann auch noch Aggression. Keshi, was ist mit dir los, Fräulein? Diejenigen gewesen, die irgendwas Negatives vom Kubaner gewollt hätten. Was ich aber nicht verstehe, was sollte der Schwachsinn dann mit den McDonald's-Burgern? Das kann ich dir erklären. Du kannst ein Video vorspulen. Die Tüte McDonald's hatten wir bereits in Pillnitz. Was sagt dir das? Pillnitz ist bei Dresden. Dass sie nicht für ihn gedacht waren. Was? Dass sie nicht für ihn gedacht waren. Das war natürlich anfangs nicht für ihn gedacht. Ich dachte mir, das Zeug ist noch da. Dann nehme ich es doch mit. Und gut, es sieht doch gut aus. Und es war wirklich McDonalds-Zeug drin und keine Kalaschnikow. Ja, das habe ich schon nicht. Ich dachte, abgeschnittene Ohren in einer Chicken-McNuggets-Packung. Nein, schon. Nee, es waren Chicken-Nuggets drin. Chicken-Nuggets hatten die und irgend so ein Burger, glaube ich, ne? Was du gesagt hast. Nein, das war ein Scherz. Junge, hey, next you up. Es war ein Foto von McDonalds. Hey, ich dachte, da wären abgeschnittene Ohren drin und der greift das auf. Nee, so. Da waren keine abgeschnittenen Ohren drin. Ey, Mann, Kleiner, du bist auch so duller, Alter. So unmöglich. Was soll ich dort? Aber mich entertaint das alles. Das ist sensationell für mich. Mein Gott, das waren keine negativen Absichten, die wir dort hatten. Wir sind hingefahren, haben geklingelt, hat er aufgemacht und gesagt: Hello. Und gut. Ja, nicht. Ich kann ja private Sachen reden mit ihm. Sie wollte ihm aufs Mal hauen und wegen, Ach, das könnt ihr euch doch in den Bett mal. Wegen was wollte sie ihm aufs Mal hauen? Noch mehr. Stalken oder was? Der Channel heißt WD40. Das sind die Mietschulden. Ja, wahrscheinlich wegen den veralteten Mietschulden. Den hat er ja mal den Brief da gegeben oder was weiß ich. Genau. Und der Marco hat mir heute erklärt, wie es zu diesen Schulden kam. Wie kam es zu den Schulden? Na, die hat nicht er verursacht, sondern sie. Nur er hat mir unterschrieben für die Scheißwohnung. Ich glaube da eher sogar, ich glaube dem Kleinen da. Weil, ja, natürlich. Wenn ich das gehört habe, das hat der René auch gesagt, dass sie auch keine Briefkästen öffnet. Ich wüsste nicht, dass der Marco in Insolvenz ist oder sonst was. Also, ich glaube da dem Marco, so muss ich sagen. Ist so. Ich glaube der Keshi nicht. Ja, hast Keshi spielt den Püppchen-Dingens-Move. Und die erwartet Ja-Sagerei und jetzt erlebt sie die Hölle. Naja, sie ist brennt ja die Luft und deswegen hau ich jetzt ja alles raus, geht mir auf den Sack. Ich sollte schon die Schnauze halten. Ich habe mal kurz eine Frage. Wann war das Konzert? Das war doch vor einem Monat circa zurück, etwas mehr als einen Monat. Am 30. und die hatte am 29. hat sie Geburtstag gehabt. Ja, am 30. war das. Nein, Quatsch, warte, Moment, lasst mich nochmal nachdenken. Es war, glaube ich, am 28. Naja, stimmt, die haben reingefeiert. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Richtig. Was tut das zur Sache? Ja, also seitdem dreht Tina am Rad irgendwie komischer, verhält sich komisch, hast du ja gesagt. Ja, keine Ahnung, also du hast auf einmal alle Telegram-Gruppen verlassen und mir kam das komisch vor und da habe ich halt gesagt, keine Ahnung, vielleicht kriselt es bei den beiden. Ja, deswegen ist mir gerade eingefallen. Das hast du richtig erkannt. Ja. Ja, das war's. Weil mir das seitdem auf den Sack geht. Da geht auch nichts von weg irgendwie. Also da. Und wir sind vor 2 Monaten umgezogen. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch noch diese zusätzliche Internetpräsenz von der
Cashy und vielleicht will sich Tina dann da auch immer wieder anschließen, dass er doch auf die Nerven gehen kann. Ja, die hätten sich doch ganz normal drauf feiern können, das war alles legitim, also war doch super. Aber irgendwie hat sich die, ich weiß gar nicht, von wem, ich kann es gar nicht nachvollziehen, von wem das ausgeht. Irgendjemand von den beiden lässt sich da irgendwo reinziehen, in vermutlich in irgendein Wunschdenken, in eine Situation, die es gar nicht gibt. Weil die wollen nämlich, und das höre ich von Tina seitdem ständig, wieder in dieses Konzert. Die wollen wieder zu diesen Leuten, in diesen Frame, in diese ganze Spektakel da, die waren ja da VIP und sowas. Die wollen wieder zu dieser, ja, zu diesen Leuten. Backstage, aber das ist eine Momentaufnahme. Ich kann Tina nur mitgeben. Tina, lass das nicht kaputt gehen. Echt nicht für Backstage. Wieder, zu den Leuten. Denk daran, also, was war das? Weiß nicht, Reisekosten, das Konzert ist auch nicht billig und eigentlich habe ich irgendwie von drei verschiedenen Typen immer gehört, dass Cashy eigentlich da immer nicht weg kann, nicht mal für zwei Tage gefühlt wegen den Tieren. Also das hat mich auch gewundert. Das hat mich echt gewundert. Also die Karten, die wurden schon ein knappes Jahr hatten wir vorher die gekauft. Die Reisegeschichte war über Flixbus, das war sehr preiswert. Das Hotel hat, so wie ich das weiß, die Mutter von der Cashy das Geld der Tina überwiesen. Gleichzeitig hat die Cashy auch wiederum behauptet, dass die Mutter sie beklauen würde. Also, da dachte ich mir schon so. Das sind aber auch Fragen, die ich mir dann mit Tina gestellt habe, wo wir uns gesagt haben, irgendwas stimmt dort nicht. Und dennoch hält die Tina zur Cashy. Also das haut absolut nicht hin. Das passt alles gar nicht. Ja, und ich kann Tina nochmal wiederholen, falls sie zuhört. Tina, lass dir nicht deine Beziehung kaputt machen mit Irrenanstalter. Glaub mir, das ist nicht wert. Lass dir das nicht kaputt machen. Joe, das habe ich aber auch gesagt. Genau das habe ich gesagt. Ja, aber das ist ein Appell an Tina, so, dass sie sich das nicht kaputt machen. Nein, ich war, Joe, ich war sogar mit Tina und Tom vorhin noch heute, die, also jetzt ist schon eine Weile her. Wir haben vorher mit Wagner geredet, da war Tina noch ganz normal, ne? Da war sie ganz normal und hat mir sogar recht gegeben, hat gesagt, ja, du hast recht und stimmt. Ja, das stimmt. Hm? Und so wie wir live waren, rastete die aus. Rastete die komplett aus. Cashy lacht bloß blöd im Chat. Hm. Ich könnte zum Rennen werden und hinfahren. Ja, sie klammert jetzt. Flügi, das ist dieses typische VR-Zi, was sie macht. So. Dann macht sie diese Verniedlichung, Flügi, so dieses Klammern so an alle möglichen Eier. So. Von allen sie möglichen macht Typen. Unsere Beziehung kaputt, genau. Weil sie glaubt, dass sie irgendwas... Cashy, du blamierst dich so sehr. Und du, Flüger, falls du jetzt auch noch deine Klöten hinhältst. Auf der anderen Seite ist es aber auch komisch, wie Tina so drauf Dreck. Die böse Cashy. Ich weiß gar nicht, bist du eigentlich der Echte? Was ist denn das mit dir? Naja, das ist ja so nichts Neues. Dass gerade Leute, die kein Selbstliebe empfinden haben, also sich selbst nicht lieben können, dass sie gerne auch in anderen Beziehungen rumstochern und. Genau. Das macht die. Aber Egon, was mir aber auffällt. Tina, lass dir das nicht kaputt machen von Cashy. Es passiert doch Folgendes. Nämlich, sie trennen ja auch noch dann die Typen hier, die miteinander kommunizieren. Ich habe ja zum Beispiel gegen dich nichts. Null. Ich habe dich nie angegriffen. Man muss mich nicht mögen. Das habe ich auch nie erwartet. Aber ich meine, wenn dann, ich sag mal, Weiber dazwischen sind, die dann irgendwie, der eine ist dafür, der andere ist dagegen und wir tun uns dann gegenseitig noch ausspielen, ja, macht überhaupt gar keinen Sinn. Für mich nicht. Tut mir leid. Marco, mach dir keine Hoffnung. Meine Antipathie dir gegenüber hat sehr wenig mit Cashy zu tun, Alter. Du wirst das nicht retten sein können. Das mag ja sein. Bezug zu Cashy nicht mehr retten können. Nein, nicht den Bezug zur Cashy, den Bezug zum Beispiel Egon oder zu dir, Joe.
Obwohl, ja, du eckst bei mir permanent an. Ne? Jetzt schon. Ja, du bist ja. Der, das so nicht ich. Wie finde ich jetzt den Kanal? Weil du so falsch bist, ey, du Missgeburt, du Dreckiger. Nee, bin ich eben nicht. Thomas, ehrlich, der ist straight. Ich bin immer derjenige, der Tacheles redet und ihr wollt auch bloß meine. Ihr wollt nicht die Wahrheit hören. Du bist ein Heuchler. Ihr wollt die Wahrheit nicht hören. Das ist euer Problem. Also bei der Eugen, mit der Margot zusammen war, kann man auch nachvollziehen, dass Margot hin und wieder mal ein bisschen netter Spruch ist. Weil das ist wirklich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die ist natürlich viel zu jung. Ja, aber das ist sowas. Was soll ich dann von ihm als Mann halten, wenn er sich als über 40-Jähriger von 18-Jährigen hat? Ja, gut, du, die Situation, du weißt nicht, wie das war. Das ist auch wiederum so, aber die ist aber auch nicht ohne. Es hätte auch anders laufen können mit einem normalen. Mit einem normalen in dem Alter. Ja, nicht schlecht, schlichtweg unmöglich und unerklärlich. Man kann sich nicht von einer 18-Jährigen und einer, die keinerlei Lebenserfahrung und anderes mit sich bringt, hören waschen. Das geht gar nicht. Außer man hat extrem dicke Klöten und ein weiches Hören. Ja, hier in die Unterhose gerutscht. Definitiv. Aber ja, wie der Phil auf einmal. Guck mal, so wie ihn blamiert, und der hechelt dann. Und, wie der Phil sofort die Richtung lenkt, in die, also die Cashi und die Tina haben ja in eine vollkommen andere Richtung eingeschlagen und der Phil tut das auf einmal auch. Obwohl der überhaupt keine Ahnung dafür hat, weil der war ja nie Cashi macht einen Scheiß kaputt. Ey, guck mal, die bringen, warum ist das hier irgendwie so eine Seuche, so ein Virus, dass diese Weiber, die da irgendwie Scheiße bauen oder Scheiße labern, ja, dann immer diesen selben Satz schreiben, oh, böse, und dann ihren Namen dahinter, das machen die irgendwie alle. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, weil das ist eine Selbsterkenntnis, die wollen das so darstellen, als wenn es undenkbar wäre. Natürlich ist das Bösartige. Ey, Cashi, du zerstörst gerade eine Beziehung zwischen Tom und Tina. Was ist los mit dir, du behindertes Stück Scheiße? Geh doch mit Phil ficken. Geh doch mit Phil ficken und sei zufrieden, du behindertes Stück Scheiße. Ja, und lass uns in Ruhe. Ja, richtig. Lass die anderen in Ruhe und geh ficken und verpiss dich. Ja, ganz einfach. Aber Phil, kauf dir mal bitte irgendwie vernünftige Damenunterwäsche, damit die nicht irgendwie ständig irgendwelche Männerboxershorts tragen muss. Das ist absolut der Abstand. Da kriege ich so ganz lachen, Tina Wein. Auf dem Sofa tanzen mit einem Abturner, ja, ist klar. Ja, genau. Ja, egal, das ist einfach generell ein Abturner, wenn Frauen irgendwelche Männerboxershorts tragen. Ja. Nein, es geht jetzt nicht um Antören und Abtören, alter Schwede. Ist egal. Es geht ums Prinzip. Und das Prinzip ist, sie versucht hier irgendwie eine Spaltung zwischen Tom und Tina reinzubringen. Und das finde ich nicht in Ordnung. So. Und du, Tina, bedenke das. Du kennst Tom sehr lange. Cashi lebt in instabilen Beziehungen, in Illusionen und Kindergartenwelt. Willst du das dafür aufgeben, deine Beziehung zu Tom? Ey, sag mal, ja. Ey, Tina, sei du mal jetzt erwachsen. Die Beziehung zerstört Tom selbst. Ich nenne dich mal jetzt meinen Namen, obwohl mir andere Wörter durch den Kopf gehen, Tina. Glaub mir, du wirst nicht mal ansatzweise was Besseres als ihn bekommen. Nicht mal ansatzweise. Die Erfahrung wird sie aber leider erstmal tun müssen. Ja, sie wird erstmal Cashi bekommen, aber Cashi wird irgendwann abwandern und irgendwo fremd ficken. Weil Cashi ist sehr leichtlebig, ne? Die ist nimmer dann die Freundin. Die macht dann, was sie will. Verstehe gar nicht, was das alles soll, Alter. Ja, dann lach. So zerstörerisch, ist Cashi echt so zerstörerisch unterwegs? Ist ja unfassbar. Die kennt nichts anderes. Aber du kannst davon Bände sprechen. Das war doch bereits. Und dieses vehemente Lachen, dieses Ja. Weil sie wissen nicht, was sie tun. Genau. Und das ist dieses, ich fühle mich ertappt. Ich meine nicht Tina. Tina, du bist erwachsener als Cashi. Lass dich doch da nicht runterziehen in den Scheiß-Sumpf.
Ey, du verlierst gerade deinen Macker. Ist der das wert? Verstehe ich nicht. Was Cashy da macht, ne? Die kann da rumhuren mit irgendwelchen virtuellen Trollen, ne? Phil trollt sie. In ihre Pissbirne geht das nicht rein. Weil sie verballert ist. Und die Leute machen sich darüber lustig. Phil unter anderem. Hier für dich, Cashy. Für deine Seele. Dummerchen. Sei treu und gut. Und nicht hier rumhuren. Dann wunder dich nicht hier, dass du keinen Respekt hast. Der Flaschenpfand, du bist halt ein Flaschenpfand. Mal bist du voll, mal bist du leer. Aber wirklich was sagen tust du nie. Ist Unsinn, hör auf. Es ist wirklich schon 5:30 früh, ne? So, Leute, ich würde erstmal sagen, was jetzt erstmal, wir beenden das erstmal hier an der Stelle. Ja, mir war das auch ein bisschen zu viel, so, boah, ich kann das auch gar nicht handhaben, so, ich bin nur ein bisschen entsetzt, so, weil, ich denke mir so, hä, wieso sind Frauen so anfällig, also, mir geht's ja darum, Tina, wie kannst du, ja, Cashy ist natürlich auf dieses Cashy-Game reinfallen und du trennst, also, du Tina stellst in Frage die Beziehung zu Tom, so, das ist nicht intelligent, Tina, du. Das geht nicht jetzt Männerpartei ergreifen oder Frauenpartei, sondern Tina, lass dich da nicht reinziehen. Ganz einfach. Die schreibt sogar noch, Cashy schreibt noch, schade, mach doch weiter. Ja. Anscheinend braucht die das. Ja, ihr gefällt es vor allen Dingen auch, dass unsere Beziehung jetzt kaputt ist. Mhm. Und sie gibt das offen zu. Ja, und Cashy ist immer noch wach. Immer noch. Und ich habe dir gesagt, die ist verballert. Nee, ich. Meinst du, die ist immer noch wach? Ich glaube, die hat gepennt. Okay, wie lange denn? Noch ein Näschen gezogen und ist wieder total stramm, oder was? Keine Ahnung. Meinst du, sie hätte Bock auf Kater? Auf so einen Talk hier? Meinst du? Keine Frage. Ich muss mich ja Menschen kennen, das wäre du nicht anfangen. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden, Egon. Ja, besser ist. Wieso? Was wird da gegen mich? Nee, Egon, dein Mikrofon ist ein bisschen mies. Achso, okay. Ich habe das verstanden, was du gesagt hast. Das musst du nicht wiederholen. Ich habe das schon verstanden. Ja, das soll irgendein anderer erledigen, so, damit sie ein bisschen sich sammelt. Aber ob das Sammeln sein kann, da kann sie sich auch irgendwo am Kölner Bahnhof hinstellen. Da wird sie auch durchgerammelt, wenn es darum geht. Um zu Verstand zu kommen. Darum geht's aber nicht. Das machen die unter sich aus. Ja, ich gehe erstmal offline, Leute. Macht's erstmal gut, ne? Okay, ja. Das war sehr interessant, sehr skandalös und spektakulär. Also ich würde jetzt hier... Ja, hau rein, Tom. Ey, Tom, ich bin an deiner Seite. Ohne schon. Ey, ich würde jetzt noch ihn aufmachen. Ich würde noch ihn aufmachen, wenn ihr Bock habt. Guten Morgen. Ich werde mal schauen. Alles gut. Macht's erstmal gut, Leute. Tschö. Jo. Mach's gut. Ciao.
dass ich bei 1. Mai als allererstes die Spende zu entschuldigen.